Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen an der Diplomatischen Akademie. Ich freue mich, dass wir einen so großen Besuch für das Thema haben, China. Ich denke, das hängt auch mit der Qualität der Personen zusammen, die es gelungen ist, dem Verlag Frank und Frei und letztlich dann auch uns, der Diplomatischen Akademie, für diesen Abend zu gewinnen. Ich freue mich sehr, dass Karin Kneißl als Autorin einer neuen Publikation Machtablöse auf dem Weg in eine chinesische Weltordnung zugesagt hat. Ich freue mich, dass Dr. Raimund Löw zugesagt hat. Ich freue mich, dass, den Sie noch nicht sehen, Richard Trappel zugesagt hat, der ein paar Minuten später zu uns stoßen wird, weil er parallel dazu mit dem chinesischen Botschafter eine Veranstaltung hat. Sie sehen also, China ist präsent an verschiedenen Orten. Und ich freue mich auch, dass Generalleutnant Christian Sikyur-Kabanak als Moderator heute Abend unter uns ist. Das Thema China ist für die Diplomatische Akademie ein zentrales Thema, wie es für die Republik Österreich auch sein sollte. Wir haben einen regelmäßigen Austausch mit einer der führenden Universitäten in Peking, haben auch regelmäßig Studierende hier an der Akademie und führen auch Austauschprogramme mit chinesischen Partnern durch. Und ich denke, das wird uns in Zukunft noch intensiver beschäftigen. Ich glaube auch, warum dieses Buch präsentiert wird, hängt damit zusammen, dass wir manche Dinge zu wenig beachten in dieser Republik. Und eines der Dinge, die wir zu wenig beachten, ist, dass innerhalb der Europäischen Union die großen Themen, die es gibt, das große Thema, wie gehen wir denn mit einer neuen Weltordnung um, vielleicht nicht intensiv genug beachtet wird. Und das wird ein Thema wohl dieser Diskussion sein, dass wir allenfalls in einer postwestlichen Welt bereits leben. Und für mich war interessant, auch in der Ankündigung des heutigen Abends zu sehen, dass sich gar nicht mehr die Frage stellt, ob, sondern nur mehr wann China die globale Weltmacht Nummer eins sein wird. Und dass gleichzeitig auch damit der Gedanke verbunden wird, dass wir Europäer hier vielleicht etwas verschlafen könnten. Ich sage wir Europäer, die Europäische Union, und ich denke auch, das wird ein Teil dieser abendlichen Diskussion sein. Es geht darum, dass im Verhältnis zu China es wohl eindeutig ist, und das ist hier, gerade in diesem Ort, etwas, was wir regelmäßig diskutieren, dass wir Realpolitik, wie das so schön heißt, das heißt, dass das geopolitische Denken zu wenig noch in unserer europäischen Diskussion ernst nehmen und auch in unseren außenpolitischen Handeln berücksichtigen. Ich bin nur der, der Sie begrüßt. Ich kann Ihnen über die Transformation hier nichts im Detail erzählen. Ich freue mich, dass wir über diesen Weg in eine chinesische Weltordnung heute einen Abend veranstalten können. Und erlauben Sie mir zum Schluss nur noch zu sagen, dass Sie die Angst vor dieser Wachablöse, weil das klingt ja auch ein bisschen durch in dem Titel, dass ich diese Angst vor dieser Wachablöse als gelernter Österreicher nicht unbedingt teile. Ich erinnere mich als Historiker, dass nach 1955 im neutralen Österreich einen geflügelten Witz gab, der hieß, wenn Russland und China zusammen marschieren, muss Österreich kapitulieren. Da ist schon ein bisschen was dran. Nicht, dass ich jetzt predigen würde, die Österreicher sollten immer so nonchalant über alle Probleme hinwegsehen, aber ich glaube, eine gewisse Gelassenheit auch vor einem großen China ist angebracht, und ich denke, über das sollten wir nicht nur heute Abend sehr intensiv diskutieren. Ich freue mich auf die Veranstaltung und danke Ihnen alle für Ihr Kommen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich beim Hausherrn für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich, dass die heutige Veranstaltung so überaus gut besucht ist und bin mir ganz sicher, meine sehr geehrten Damen und Herren,
dass wir nach den Einleitungsstatements der Diskutanten am Podium eine sehr angeregte Diskussion erwarten dürfen. Eines gleich vorweg. Wir diskutieren heute über das neue Buch von Karin Kneißl, Wachablöse auf dem Weg in eine chinesische Weltordnung. Und ich bitte Sie um Verständnis, dass heute keine Fragen im Zusammenhang mit einer sich möglicherweise ergebenden neuen Funktion unserer Autorin beantwortet werden. Ich bitte Sie, das zu respektieren und allfällige diesbezügliche Fragen gar nicht zu stellen. Ich möchte mich auch noch etwas näher vorstellen. Ich war bis zu meiner Ruhestandsversetzung vor mehr als 4 Jahren, mehr als ein Dezennium, der Einsatzchef des österreichischen Bundesheeres für alle Einsätze des Bundesheeres im In- und Ausland auf oberster militärstrategischer Führungsebene. Derzeit bin ich der Präsident der Gesellschaft für politisch-strategische Studien und sehr stolz darauf, dass meine Vizepräsidentin seit vielen Jahren Karin Kneißl heißt. Es ist meine besondere Freude, Sie heute in meiner Eigenschaft als Präsident der Gesellschaft für politisch-strategische Studien aus Anlass der folgenden Podiumsdiskussion begrüßen zu dürfen. Die Gesellschaft für politisch-strategische Studien, der ich die Ehre habe, als Präsident dienen zu dürfen, versteht sich als eine Art Think Tank für die Bearbeitung und Verständlichmachung einschlägiger Themen auf einem hohen fachlichen Niveau und wird von politischen Entscheidungsträgern aller Ebenen, Wirtschaftsfachleuten und Universitäten gerne bei Entscheidungsfindungen und in der Lehre herangezogen. Diesen Personenkreis erreichen wir durch komprimiert dargestellte Expertisen bzw. durch Vorträge exzellenter Experten oder Diskussionsabende wie den heutigen. Der eigentliche Anlass, ich möchte es nochmals wiederholen, ist das Erscheinen eines neuen Buches unserer Vizepräsidentin in der Strate, Karin Kneißl, mit dem Titel Wachablöse auf dem Weg in eine chinesische Weltordnung. Wir haben das Erscheinen dieses brandneuen Buches zum Anlass genommen, für heute Abend den Titel vielleicht auch etwas abzuwandeln, nämlich in dem Sinne, dass es auch Wachablöse von der transatlantischen zur pazifischen Weltordnung heißen könnte. So freue ich mich, dass wir neben der Autorin Dr. Raimund Löw, ausgewiesener Experte und viele Jahre Asienkorrespondent des ORF, und Universitätsprofessor Dr. Richard Trappel, den wir noch erwarten, quasi den Doyen der Sinologen in Österreich begrüßen können. Raimund Löw ist promovierter Historiker und Politikwissenschaftler und begann seine Karriere am Ludwig-Boltzmann-Institut und an den Universitäten Wien, Salzburg, Innsbruck und Nottingham. Seit 1985 ist er im ORF tätig und machte sich als ORF-Korrespondent in Moskau, den USA sowie in Brüssel einen Namen. Er war von 2014 bis zum Sommer des heurigen Jahres Leiter des ORF-Büros in Peking und ist ein ausgewiesener Experte zu allen Fragen im Zusammenhang mit den Entwicklungen in Nordkorea. Raimund Löw erhielt im Jahr 2009 den Axel-Korti-Preis der österreichischen Volksbildung für besonders wertvolle Leistungen im Fernsehen und wurde 2007 und nochmals 2010 zum außenpolitischen Journalisten des Jahres gewählt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, kleine Episoden sagen oft viel mehr über Persönlichkeit und Charakter eines Menschen aus als wohlgedrechseltes Wikipedia-Wissen. Eine solche kleine Episode zu Beginn der Korrespondententätigkeit von Dr. Raimund Löw möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie steht unter der Überschrift, wie sich ORF-Korrespondent Raimund Löw bei der Pressekonferenz vom Premierminister Li Keqiang in Peking das Mikrofon schnappte. Es ist der 17. März 2015 und tags darauf wird Folgendes berichtet. Für reichlich Gesprächsstoff sorgt dieser Tage der ORF-Journalist Raimund Löw in China.
Zu Jahresbeginn verlegte er sein Korrespondentenbüro von Brüssel nach Peking und war in dieser Funktion am Sonntag auf der einzigen Pressekonferenz, die Chinas Regierung im Jahr abhält, stets im Anschluss an den 10-tägigen Volkskongress der Kommunistischen Partei. Am Podium saß mit dem Premierminister Li Keqiang, der zweitwichtigste Mann des Landes mit 1,3 Milliarden Einwohnern, vor ihm rund 900 Journalisten. Raimund Löw durfte seine Frage an den Politiker jedoch nicht stellen. Traditionell sind Fragen von Korrespondenten vorab dem Außenministerium vorzulegen, die Frage des Wiener Korrespondenten wurde als unpassend abgelehnt. Bei der Pressekonferenz wurde ihm das Mikrofon hingehalten. Er nahm es einfach und stellte seine Frage. Er wollte von Li Keqiang wissen, was ihm das Ministerium zuvor untersagte, nämlich, wie steht China zur anhaltenden Präsenz russischer Truppen auf ukrainischem Territorium und gehört die Krim zu Russland oder zur Ukraine? Die Verwunderung im Saal war groß, denn für Löw war das Mikrofon natürlich nicht bestimmt. Die Saaldiener waren vielmehr auf dem Weg zu seinem Kollegen von EFE, der spanischen Nachrichtenagentur, der neben Löw saß. Allerdings verstand er im vorangegangenen Aufruf nur F und nicht EFE. Die Pressekonferenz wird in ganz China live übertragen und da war das deutlich zu hören. Im Saal allerdings nicht, erinnert sich Löw. Universitätsprofessor Dr. Richter Trappel muss ich vorerst in absente begrüßen. Er hat leider eine Terminkollision mit der heute Abend stattfindenden Einführung des neuen chinesischen Botschafters in Österreich und wird so bald als möglich zu uns stoßen. Universitätsprofessor Trappel ist der Leiter des Konfuzius-Instituts der Universität Wien und ein weltweit anerkannter Experte für die chinesische Sprache und insbesondere für die chinesische Literatur. Er beobachtet seit Jahrzehnten die geopolitische und strategische Entwicklung Chinas bis hin zum jüngst abgehaltenen 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas und hat dabei natürlich den unschätzbaren Vorteil, Chinesisch wie seine Muttersprache zu beherrschen. Anstelle einer Vorstellung unserer Vizepräsidentin Karin Kneißl, was mir in diesem Haus und dem heutigen Publikum eher wie Eulen nach Athen tragen vorkäme, möchte ich selbst einige einleitende Bemerkungen zu ihrem neuen Buch machen. Worum dreht es sich in ihrem Buch? Die Ausrichtung der weltweiten Handelsströme, der Pipelines und der Airlines dreht sich von West nach Ost. China hat mit seinem Seidenstraßenplan One Belt, One Road das weltweit größte Infrastrukturprojekt der letzten Jahrzehnte gestartet und engagiert sich verstärkt in Afrika und dem Nahen Osten. Die Europäer spielen bei diesen zukunftsweisenden Vorhaben, bei der Verschiebung der globalen Machtverhältnisse und Einflusssphären, nur noch eine Nebenrolle. Europäische Verantwortungsträger und Meinungsführer sind oftmals sogar mit der richtigen Beurteilung dieser historischen und politischen Entwicklungen überfordert. Auch die USA ziehen sich, nicht erst seit Donald Trump, aus immer mehr Weltregionen zurück, konzentrieren sich wieder auf ihr eigenes Land. In dieses machtpolitische Vakuum stößt das immer selbstbewusster werdende China vor. Ohne Peking geht nichts mehr. Europa steht am Abstellgleis. Im 19. Jahrhundert bestimmten die europäischen Kolonialmächte die Weltpolitik. Das 20. Jahrhundert war jenes der Amerikaner. Nun stehen wir erneut vor einem Zeitenwechsel. Wir befinden uns auf dem Weg vom transatlantischen in das pazifische Zeitalter. Die neue Ära ist längst angebrochen. Diese Wachablöse findet von der europäischen Öffentlichkeit
weitgehend unbemerkt statt. Sowohl Politik als auch Medien sind mit den Krisen innerhalb und an den Rändern der EU, mit der politischen Durchdringung und Reglementierung aller Lebensbereiche der Bürger und der permanenten Beobachtung Washingtons dermaßen ausgelastet, dass man darüber hinaus ganz auf den Blick über den westlichen Tellerrand Richtung Osten und Süden vergessen hat. Erst jetzt, angesichts des sich aufbauenden Migrationsdruckes, begreift Europa, welche Bedeutung die Entwicklung Afrikas für seine eigene Zukunft hat. Zu einer Zeit, da China längst erfolgreich seine Interessen in dieser Region vertritt und dabei ist, Afrika zu seiner verlängerten Werkbank zu machen. Nicht europäische Entwicklungshelfer, sondern chinesische Investoren und Firmen modernisieren derzeit den afrikanischen Kontinent. Auch im arabischen Raum gibt China zunehmend den Ton an, wenn auch diskret und im Hintergrund. Dass die europäischen Politiker von diesen Entwicklungen kaum etwas mitbekommen, sie unterschätzen, ignorieren bzw. ihnen weitgehend konzept- und tatenlos zusehen, liegt unter anderem daran, dass in Brüssel und vielen europäischen Hauptstädten geopolitisches Denken kaum eine Rolle spielt. Während europäische Politiker bestenfalls zum nächsten Wahltermin planen, denkt man in Peking in völlig anderen zeitlichen und geografischen Dimensionen. Das ist einer der Gründe, warum Europa zunehmend ins Hintertreffen gerät. All diese Entwicklungen beschreibt und analysiert Karin Kneißl in diesem Buch. Sie will die Leser sensibilisieren, dass wir längst auf eine neue, eine chinesische Weltordnung zusteuern. Mit ihrem Buch will die Autorin ein Bewusstsein auch in unseren Breiten dafür schaffen, welche bedeutende Rolle China auf der politischen Weltbühne künftig spielen wird. Was das für Europa, unsere Zukunft bedeutet und wie wichtig geopolitisches Denken und Handeln sind. Karin Kneißl, die den meisten Menschen im deutschsprachigen Raum, vor allem als Nahostexpertin, aus Zeitungen, Funk und Fernsehen bekannt ist, beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit den Rohstoffen Erdöl und Erdgas und mit ihrer geopolitischen Dimension. Dabei wurde sie immer öfter mit der Rolle Chinas konfrontiert, das im Zuge seines rasanten wirtschaftlichen Aufstiegs zum weltgrößten Erdölimporteur wurde. Seit Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts hat Peking unbemerkt, aber erfolgreich rund um den Globus Konzessionen erworben und bestimmt nunmehr den weltweiten Rohstoffhandel. Ohne China geht in der internationalen Energiepolitik nichts mehr. So wuchs auch das Interesse Kneißls an der Rolle Chinas, so entstand die Idee zu diesem Buch. Meine Damen und Herren, im Anschluss an den heutigen Vortragsabend und der Diskussion wird Karin Kneißl die erworbenen Bücher, die draußen im Foyer angeboten werden, für Sie sicherlich gerne auch signieren. Ich bitte nun die Autorin um ihre einleitenden Ausführungen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Christian, vielen Dank für die sympathische und sehr detailreiche Einführung zu meinem Buch. Ich muss mich entschuldigen für die Stimme, aber eine Erkältung begleitet mich immer noch. Die Einführung war so detailreich, dass ich Sie trotzdem bitten darf, das Buch vielleicht zu erwerben im Interesse des Verlages. Aber Sie haben hier eine prägnante Kurzfassung der Hauptthesen erhalten und auch der wesentlichen Inhalte. Vielen Dank hierfür. Mein Dank geht in allererster Linie an den Hausherrn, Botschafter Emil Brix, und sein gesamtes Team, alle guten Geister dieses Hauses, von der Portiersloge bis hinein in die Direktion. Ich fühle mich diesem Hause seit Jahr und Tag sehr verbunden und danke für die Gastfreundschaft und danke auch für alles Interesse und Vertrauen in meine Arbeit.
Wie einigen von Ihnen vielleicht bekannt ist, ist der ursprüngliche Name dieser Institution Orientakademie, nämlich entstanden aus der Ausbildungsnotwendigkeit der wirklich professionellen Diplomaten, eben nicht derer, die Ehen arrangierten, in verwandten Herrscherhäusern, sondern diejenigen, die also wirklich eine fundierte Ausbildung, vor allem sprachlicher Natur, benötigten. Ich habe jetzt kurz nachgedacht, aber Chinesisch stand damals noch nicht am Lehrplan, gell? Da bin ich richtig gegangen. Ja. Es war Persisch, es war Osmanli, die Verwaltungssprache des Osmanischen Reiches, und es war Arabisch. Ja? Also das waren die Profis, die man brauchte. Und ich freue mich, dass wir alle hier eben auch eure Gastfreundschaft in Anspruch nehmen können. Und vielen Dank hierfür und danke auch für deine sympathischen Worte der Einleitung. Ich darf mich auch bedanken bei Werner Reichel und Magdalena Strobel, die den Verlag Frank und Frei repräsentieren. Das Buch, wie Generalleutnant Segur ausgeführt hat, ist eben aus meiner Begegnung mit der Rolle Chinas auf dem afrikanischen Kontinent im Nahen Osten entstanden. Und als mich Werner Reichel im Mai ansprach, sie geben eine neue Schriftenreihe heraus, kurze Texte, nicht länger als 100 Seiten, mit einer interessanten These, habe ich spontan, ich saß im Auto, vorgeschlagen, na, wie wäre es mit Wachablöse? Bei diesem Thema ist es ihm auch geblieben, das ist sehr aufmerksam. Vielen Dank, bevor die Stimme plötzlich wegbrechen sollte. Dankeschön. Temperatur ist perfekt. Danke für die Aufmerksamkeit. Habe das vorgeschlagen, ich habe dies recherchiert, redigiert, also viel Material hatte ich bereits im Kopfe, vor allem so Juni, Juli, legte es dann Anfang August vor und stellte in der letzten Oktoberwoche mit Erleichterung fest, als am 19. Parteitag vieles in die Richtung beschlossen wurde, wie ich in meinem kleinen Büchlein ausführte, eben diese Wandlung weg von der reinen Investorenrolle hinein, eben auch immer stärker in dieses selbstbewusste Auftreten als Reich der Mitte, das eben auch seine geopolitischen Interessen mitbringt. Das hatte man schon bei der Rede von Präsident Xi Jinping in Davos zu Jahresbeginn entnehmen können, und das ist eben mit dem 19. Parteitag auch ganz, ganz klar durchgedrungen. Ich würde nicht sagen, dass das sozusagen alles ohne Stolpersteine vor sich gehen würde, möchte das aber anhand von einigen Folien stärker ausführen. Nachdem wir in einem Haus der diplomatischen Ausbildung sind und Botschafter Briggs diese nette Anekdote aus den 1950er Jahren aufbrach, darf ich eine Anekdote, Sino vero e ben trovato, von 1814 in Erinnerung rufen. Es saßen damals die großen Akteure des Wiener Kongresses in einem der Wiener Salons zusammen. Das war Metternich natürlich, der Gastgeber, das war Talleyrand und das war der Fürst der Ligne. Und sie unterhielten sich, wie denn so die Welt sich entwickeln könnte. Und war es de Ligne oder war es Talleyrand, der Metternich darauf ansprach, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das Wort in diese Richtung ergriff, aber einer hat sich beschwert über die Amerikaner und hat gesagt, die Amerikaner, das sind ja wie die Säugetiere, die saugen sich überall fest und was soll das? Und daraufhin soll Metternich geantwortet haben oder war es Talleyrand? Naja, schauen Sie, Sie, de Ligne und ich, wir sind eine aussterbende Gattung, wir sind wie die Dinosaurier, die zu Ende gehen. Nach uns, da kommen die Säugetiere. Und da sagt de Ligne, ja, aber Säugetiere könnten ja auch aussterben, was kommt danach? Und da sagt er, naja, da könnte dann eben etwas ganz Neues kommen, das aus China. Ja. Also es war schon ein Thema im Wiener Kongress, eben diese Veränderungen der politischen Ausrichtungen und dieses lange 19. Jahrhundert, um Eric Hobsbawm zu zitieren, von eben Wiener Kongress 1814 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Dieses lange 19. Jahrhundert wurde durch ein relativ kurzes 20. Jahrhundert im Sinne Hobsbawms abgelöst, eben das 1989 endete. Laut Hobsbawm befinden wir uns seit 1989 im 21. Jahrhundert. Es erscheint uns noch recht jung, wir wissen nicht, in welche Richtung es gehen wird, aber dazu einige Ideen. Ich arbeite gerne mit Karten und bin ein begeisterter Verwender der Kartografie-Sektion von Le Monde Diplomatique. Das ist eine relativ alte Karte, die habe ich schon in den Ende der 1990er Jahre für den Unterricht eingesetzt, weil sie einen anderen Blick auf den Globus wirft. Die meisten unserer Karten, Sie kennen es, zeigen doch Europa relativ zentral. Hier haben wir eine Karte, die uns bewusst macht, Europa ist eigentlich ein Annex
der eurasischen Landmasse. Und Philipp Rekakiewicz, der Kartograf von Le Monde, langjähriger Kartograf von Le Monde Diplomatik, hat eben sein Auge, seinen Fokus bereits geworfen auf den pazifischen Raum. Der pazifische Raum war ja auch zentral für die Administration von George Herbert Bush, also dem Vater von George Walker Bush, dem Präsidenten von 1984 bis 88, er war Präsident, US-Präsident von 84 bis 88, na, Entschuldigung, bis 89, 88, danke schön, 88 bis 92, ganz genau, weiß, ein bisschen die Verkühlung, die über allem liegt. Dankeschön. George Bush war ja auch der China-Experte der USA seinerzeit. Er war derjenige Diplomat, der das Interessensbüro für die USA nach der Geheimdiplomatie Kissingers, Nixons, die bekannte Ping-Pong-Diplomatie, aufgebaut hat, also diese erste Interessensvertretung. Ich habe in diesem Diary of China von George Bush nachgelesen, so manche Überlegung, die immer noch ihre Aktualität hat, was Einschätzung, was Überlegenheits-, Minderwertigkeitskomplexe und so weiter aller Seiten anbelangt. Ein lesenswertes Büchlein aus den frühen 80er Jahren. Und besagte Administration Bush hatte eigentlich in den Mitte der 80er Jahre bereits immer stärker den Fokus auf den pazifischen Raum gesetzt, nämlich mit einer Verbindung Shanghai-San Francisco. In vielen US-Universitäten wurde genau diese Thematik unterrichtet, der Pacific Rim. Und ich releviere eben diese These, wäre nicht das Jahr 1989 passiert, dass dann Kräftepräsenz der USA in Europa neu band, wären eventuell die USA schon zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt im pazifischen Raum tätig geworden. Und vielleicht auch indem sie das Tempo und die Themen vorgegeben hätten. Dadurch, dass die USA dann ab 89, die 90er Jahre hindurch, dann vor allem natürlich auch mit dem Irakkrieg 91, 92 gebunden waren, Balkankriege und so weiter, rückte der pazifische Raum wieder aus ihrem Fokus. Sie sind in den letzten Jahren zurückgekehrt. Wesentlicher diplomatischer Meilenstein war hier die pazifische Agenda von Präsident Obama. Obama selbst bezeichnete sich ja auch gern als the first Pacific President wegen seines Geburtsortes, Hawaii. Und da waren aber die USA dann mittlerweile sozusagen die Spätlinge, weil mittlerweile China zur zweitwichtigsten Volkswirtschaft aufgerückt war. Und wir heute, die in der Geschichte erstmals einmalige Situation haben, die Wirtschaftsmacht Nummer 1 ist der größte Schuldner der Wirtschaftsmacht Nummer 2. Mit allen politischen Implikationen, die das in sich birgt. Die Seidenstraßendoktrin ist zusammengesetzt aus mehreren Puzzlesteinen. Der Name wurde dann letztendlich 2014 gegeben, oder One Belt, One Road ist an sich der korrekte technische Ausdruck. Aber wie gesagt, nicht nur wirtschaftliche, sondern geopolitische Strategie. Viele von Ihnen haben vielleicht diese Karte schon in Berichten, Dokumentationen gesehen. Nur zur Erinnerung, sie umfasst sowohl eine Landroute, also wenn man so will, jenen Landweg, den vielleicht Marco Polo, sein Vater und sein Onkel einst beschritten haben mögen, beziehungsweise auch diese sehr wichtige Seeroute, diese sogenannte Perlenkette, die eine Verbindung von wichtigen Häfen ist, von wichtigen Meerengen, Seestraßen, wie eben auch Golf von Aden, Horn von Afrika. China hat im Frühjahr seine erste ausländische Militärpräsenz in Djibouti errichten lassen. In Djibouti ist jeder, die Franzosen, die USA, nun auch China. Und das Horn von Afrika, auch hier mit seiner geostrategisch wichtigen Lage, hat einfach seine Bedeutung. Die Seidenstraße zieht sich über diese eurasische Landmasse hinein, über Istanbul, die Türkei, Bosporus hat natürlich auch seine traditionelle geostrategische Rolle. Von Shanghai über Istanbul nach London soll ein Hochgeschwindigkeitszug führen. Und fast wichtiger in Deutschland als Berlin ist vielleicht Duisburg, wesentlicher Güterverkehrsknotenpunkt. Und dann geht es weiter nach Rotterdam, aber natürlich auch Venedig spielt seine Rolle. China hat in den letzten Jahren konsequent
diskret, effizient Infrastruktur in Europa aufgekauft, die niemand anderer haben wollte, so wie es das zuvor auf dem afrikanischen Kontinent gemacht hatte. Zu dieser nicht gewollten Infrastruktur gehören beispielsweise Regionalhäfen, zuletzt der deutsche Regionalhafen Frankfurt-Hahn oder spanische Regionalflughäfen, die dann ab der Wirtschaftskrise 2008 nicht mehr benutzt wurden. Und das hatte in seiner Anfangsphase einen sehr, sehr starken Investorencharakter, hat aber immer stärker einfach auch diese geopolitische Dimension immer stärker bekommen. Eine der innenpolitischen, für China bedeutsamen Gründe, warum man sich mit dieser großen Investitionsaktivität über verschiedenste Korridore, es sind natürlich auch energiepolitische Implikationen, das ist ganz wichtig für den China-Pakistan-Korridor, da geht es nicht nur um die Erschließung Pakistans durch Straßen, sondern vor allem auch die Erschließung Pakistans durch Energie, eines der vielen Länder mit permanent häufigen Stromausfällen, die jegliches wirtschaftliches Arbeiten hintanhalten. China investiert auf Kreditbasis, muss man natürlich hinzufügen, auch gegenwärtig so viel ausländische Investitionen in Pakistan, wie gebündelt alle Investitionen, die in Pakistan seit den 1970er Jahren getätigt wurden, also zusammengefasst wären. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber man kann sich ungefähr vorstellen, was da an Geldern im Moment in Umlauf ist. Aber Hauptgrund, warum China gesagt hat, wir machen diesen Marsch nach Westen, war schon auch Westchina, das wirtschaftlich da und dort vernachlässigt war, das seine gesellschaftspolitische Brisanz birgt aufgrund der chinesisch-muslimischen Minderheit dort durch die Uiguren, dass man hier investieren wollte, um interne Probleme sozusagen auch über ein stärkeres wirtschaftliches Engagement hintanzuhalten. Was man von China immer wieder hört, ist, es geht um einen respektvollen Umgang miteinander, es geht um den Respekt vor dem Gesellschaftssystem des anderen, also einen Großmachtbeziehungen neuen Typus. Was aber auch Präsident Xi Jinping zunehmend ins Spiel gebracht hat, ist diese zivilisatorische Rolle Chinas. Also er hat bereits in Davos zu Beginn dieses Jahres von der neuen Ära der Globalisierung gesprochen, von einer Ära des chinesischen Globalisierung, des chinesischen Sozialismus. China hat die Rolle der Weltwirtschaftslokomotive vor allem ab 2009 vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, die der Finanzkrise folgte, übernommen. China hat massiv investiert, was damals auch beispielsweise Rohstoffmärkte in ihrer Preisbildung stark antrieb. Sie erinnern sich an das hohe Preisniveau im Öl- und Gasbereich. Wir hatten eigentlich ein Preisniveau, das sich immer um die 115 bis fast 125 Dollar bewegte pro Fass Öl. Seitdem China nicht mehr der große Stahlproduzent, der große Immobilienbauer ist, hat auch die Importnotwendigkeit stark abgenommen. Das heißt, der Ölpreisverfall, den wir seit 2014 feststellen, hat auch mit dieser veränderten Importaktivität Chinas ganz, ganz stark zu tun. China hat aufgebaut im Vorfeld zur Seidenstraße verschiedenste Einrichtungen wie die Asiatische Entwicklungsbank, ganz bewusst als Alternative zur Weltbank, ganz bewusst als einen Fonds, als Gegenentwurf zum Internationalen Währungsfonds. Und arbeitet hier also immer stärker als wesentlicher Agendageber. Der letzte Parteitag, auf den dann Professor Trappel noch eingehen wird, hat auch das große Ziel Xi Jinpings bestätigt. Er ist nämlich aufgestiegen zum neuen Theoriegeber. Er befindet sich in einer Trias, nun auf gleicher Augenhöhe mit Mao Zedong, dem Staatsgründer, der die Revolution brachte, mit Deng Xiaoping, der die wirtschaftliche Öffnung ab 1979 brachte. Und so ist Xi Jinping eingetreten jetzt als derjenige, der diese neue Ausrichtung Chinas, nämlich als ein Reich der Mitte, das eben auch einen Führungsanspruch in der Weltpolitik setzt, mit hineinbringt. Wenn man sich die Ölimporte ansieht, auf die Generalleutnant Segür bereits eingegangen ist,
darf ich kurz hinweisen, dass China bis 1994 mit seiner eigenen nationalen Ölproduktion seinen nationalen Ölverbrauch selbst decken konnte. Vor 3-4 Jahren stieg China zum Weltimporteur Nummer 1 auf, das heißt binnen 20 Jahren von Autarkie in gewisser Weise, also nationale Ölproduktion für den nationalen Konsum, hinein zur Nummer 1. Eine wesentliche Kennziffer, die uns zeigt, was sich in diesen 20 Jahren abgespielt hat. Wer sind die wesentlichen Partner, also Exporteure für China? Das ist auf dem afrikanischen Kontinent Angola. Ich habe selbst vor 2 Jahren in Angola kurz unterrichtet. Angola war the place to be zwischen 2004 und 2014. Auch hier vielleicht eine kleine Randnotiz zur Migrationsproblematik. In diesem Zeitraum migrierten mehr Europäer nach Angola als Angolaner nach Europa. Luanda war die zweitteuerste Stadt der Welt nach Tokio. Und das alles hat sich mittlerweile gedreht. Aber die chinesische Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent ist eine massive. Und hier ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig für europäische, für Unternehmen der nordwestlichen Hemisphäre insgesamt, in einem Wettbewerb zu treten, weil einfach die arbeitsrechtliche Situation, die Rekrutierung etc. eine ganz andere ist. Sie kennen die Expat-Verträge vielleicht von Erdölingenieuren, die ihre wohlverdienten Heimaturlaube vielleicht alle 2 Monate, alle 6 Monate unternehmen. Ein chinesischer Erdölingenieur oder Logistiker wird 2-3 Jahre für sein Unternehmen arbeiten, 6 Tage in der Woche und wird vielleicht am 7. Tag sein eigenes Geschäft in Luanda oder in Addis Abeba eröffnen. Also da ist eine ganz andere Verwurzelung dann auch in dem jeweiligen Gastland, wo man sozusagen als Investor tätig ist. Auch das bringt Probleme mit sich. Wir hatten bereits Aufstände in Sambia, in Algerien. China weiß das und versucht mit dem Ganzen auch eben durch eine entsprechende Sensibilisierung der Firmen auch das eben entsprechend zu handhaben. Ganz besonders wichtig natürlich auch, wenn man an Erdöl denkt, denkt man in erster Linie immer an Saudi-Arabien. Es ist die größte Tankstelle für China. Saudi-Arabien und China hatten bis 1992 keine diplomatischen Beziehungen, da die Theokratie, dort das kommunistische Reich, da gab es einfach nichts. Innerhalb weniger Jahre hat sich das Handelsvolumen zwischen diesen beiden Staaten fundamental verändert. Und China ist auch im Nahen Osten mittlerweile diskret im Hintergrund präsent. Wer finanzierte die syrische Verwaltung während des Krieges? Das war China. Wer zahlte die Gehälter für die Lehrer, für das medizinische Personal, für die syrische Armee, die eben gegen den IS und die vielen Stellvertreterkriege, die in Syrien stattgefunden haben, es war China, weil China einfach kein Interesse hat, dass das westliche Ende der Seidenstraße im totalen Chaos endet. Das heißt, die russische Intervention vom September 2015, die nicht eine unilaterale war, sondern die in gewisser Weise abgesprochen war, natürlich war sie eine unilaterale auf militärischer Ebene, aber sie war koordiniert, sie war abgesprochen mit verschiedensten Akteuren, darunter China. Weil China einfach auch der wesentliche Geldgeber für vieles hier war. China kann kein Interesse haben, dass die Umbrüche, die sich gegenwärtig in Saudi-Arabien, Stichwort Katar-Krise, da steht im Moment vieles, dass es hier zu einer Verschärfung kommt. Das heißt, China wird hier in irgendeiner Weise wirken, die chinesische Diplomatie wird da und dort genau das tun, was meinen Augen das wesentliche Element diplomatischen Agierens ist, nämlich Diskretion. Im Hintergrund handeln und eben versuchen, die wesentlichen Akteure auf eine Ebene zu bringen. Diese Infrastruktur konzentriert sich aber natürlich auf die eurasische Landmasse, auf Zentralasien. Ich verwende gerne diesen Satz: Pipelines und Airlines drehen nach Osten, das tun sie schon eine ganze Weile. Auch die russischen Erdgaspipelines drehen nach Osten. Und das russisch-chinesische Abkommen vom Mai 2014, das teilweise in unserer Wahrnehmung so abgetan wurde, naja, das war kurz nach der Krim-Krise, Russland muss sich jetzt China zuwenden, weil es eben die
Möglichkeiten in Europa nicht mehr hat. Dieses Abkommen, das Dutzende Verträge umfasst, war lange ausgearbeitet. Ab 2004 gab es hier eigentlich eine konsequente Annäherung. Interessant, ein oder andere unter Ihnen erinnert sich, ich habe noch so Kindheitserinnerungen an diverse Fernsehsendungen, Achtung, Nuklearkrieg zwischen China und Russland. Ja. Also das war auch immer eine Sorge, die man hatte. Diese lange Landgrenze zwischen diesen beiden Staaten wurde irgendwann einmal durch Grenzverträge austariert und man hat hier also einen Nenner gefunden. Das hat lang gedauert, 70er Jahren unvorstellbar, aber in den letzten Jahren hat man hier eine Lösung gefunden bei fast allen Grenzdisputen. Und man hat ja auch auf multilateraler Ebene, sprich in den UNO-Gremien, immer stärker zusammengearbeitet. Also ähnliches Stimmverhalten zum Irakkrieg 2003, nämlich klare Ablehnung. Klare, es war nicht eine Ablehnung, es war eine Enthaltung 2011 bei Libyen. Und man ist von Anbeginn gemeinsam in Syrien vorgegangen. Es geht weit, wie gesagt, über Erdgaslieferungen hinaus, die meines Erachtens nicht nur jetzt handelspolitisch interessant sind, sondern die auch klimapolitisch wichtig sind. Der chinesische Energiemix ist immer noch zu über 60% stark kohledominiert. Jedes Kohlekraftwerk, das durch Erdgas ersetzt wird, trägt zu einer Veränderung der Problematik der Emissionen, ob jetzt CO2 oder Schwefel, entsprechend bei. Währungspolitische Vorhaben und so weiter sind da spielendere Rolle. Es ist meinen Augen keine natürliche Allianz. Ja. Nachbarstaaten mit so einer langen Landgrenze, das ist nie natürlich. Man hat meistens, kann man in der Geschichte beobachten, die besten Beziehungen mit dem Nachbarn seines Nachbarn, aber nicht unbedingt mit seinem unmittelbaren Nachbarn, weil das ja, ist einfach, birgt eine gewisse Logik in sich. Und gerade der Geopolitiker Wladimir Putin konnte ja in China nicht von Anbeginn seinen natürlichen Partner finden. Sein Blick war meiner Beobachtung nach, gerade was das Energiepolitische anbelangt, und er kennt dieses Thema sehr genau, er hat sich nach seinem Abschied aus dem russischen Nachrichtendienst eine Fortbildung organisiert und eine Masterthese oder ein Doktorat geschrieben in St. Petersburg über die russische Energiewirtschaft. Das heißt, dieses Thema ist ihm ans Herz gewachsen, er kennt sich darin aus, er kennt auch so manches Detail ganz genau. Und Russland setzte eigentlich zu Beginn der Nullerjahre viel stärker auf Japan, hat dann aber erkannt, dass eigentlich die viel größere, das viel größere Potenzial in China ist. Die Kooperation zwischen Russland und China ist heute natürlich vor allem auch über die Shanghai Cooperation Organization stark definiert. In deren Statut geht es um vor allem eben um energiepolitische, aber auch um sicherheitspolitische Zusammenarbeit im Kampf gegen, und da wird es dann auch wieder interessant für beide, Sezessionismus, Terrorismus und Separatismus. Das alles ist, wie gesagt, muss nicht sich so entwickeln, wie man das vielleicht aus dem heutigen Blickwinkel beurteilen kann. Es gibt so manchen Stolperstein. Ein wesentlicher ist die Demografie. Sie können politische, Sie können Wirtschaftssysteme mit einem Federstreich binnen eines Nachmittags verändern. Denken Sie an den 9. November 1989. Ja. Also so manches System ist sehr rasch veränderbar. Was Sie nicht ändern können, ist die Geografie, die faktische Kraft des Geografischen, und ist natürlich auch die Demografie. Wenn sich demografische Verhältnisse mal in eine bestimmte Richtung bewegt haben, wie sie sind, dann sind sie dort. Wir haben das chinesische Paradoxon. Mir wird immer wieder gesagt, sei es erstmal in der Geschichte. Bin nicht in der Demografie jetzt nicht so vertieft, aber die chinesische Bevölkerung verkreist, bevor sie prosperiert. Also sie wird alt, bevor sie reich wird. Und damit sind soziale Konflikte nicht auszuschließen. Das hat die chinesische Führung schon längst begriffen. Mit ein Grund, einer der vielen Gründe, warum man die Ein-Kind-Politik aufgehoben hat vor einigen Jahren. Aber es ist bewusst dieses Problem der Altersarmut, das kommen kann. Also nicht nur ein Problem, das vielleicht so manches europäische Land heimsuchen könnte, sondern eben auch in Asien. Die Ein-Kind-Politik hat nicht nur zu dieser Alterspyramide geführt, die wir heute haben, sondern auch zu einer Geschlechterverzerrung. Als ich mein Buch Testosteron macht Politik im Jahr 2012 verfasste,
habe ich auch ein größeres Kapitel den Problemen in Asien gewidmet. Das ist nicht nur ein chinesisches Problem, wir haben diese Tatsache auch in Indien. Amartya Sen schrieb schon Anfang der 90er Jahre einen Artikel im New Yorker, der sich nannte Where Did All the Million Girls Go? Oder so, Where All the Million Girls Gone? Nämlich, dass durch Abtreibung von weiblichen Föten, früher Tötung von neugeborenen Mädchen, es zu einer Geschlechterverzerrung sowohl in Indien und in China eben vor allem durch die Ein-Kind-Politik gekommen ist. Wir haben einige Regionen in China, wo das Verhältnis von jungen Männern im heiratsfähigen Alter zu jungen Frauen 125 zu 100 besteht. Und das schafft nicht nur gesellschaftspolitische Probleme, sondern auch Sicherheitsfragen. Also bei meiner Recherche für das Buch stieß ich auf zwei US-Institute, die sich mit dieser Problematik und nur mit dieser Problematik beschäftigen, weil sie einfach interessant ist. Wir haben die Schattenbanken, auf die ich nicht weiter eingehen werde. Wir haben die Umweltproblematik, die Wasserknappheit. Auch hier hat China die Reißleine gezogen. Man muss zugestehen, China hat es immer wieder geschafft, China neu zu erfinden. Es wurde da und dort sozusagen eine Art Doomsday-Seeing begonnen, so auch vor einigen Jahren, als die Zinsen sich veränderten. Was jetzt aber hinzukommt, ist, dass ein chinesischer Nationalismus, ein chinesisches Selbstbewusstsein in dem Ganzen wieder sehr, sehr stark spürbar wird. Generalleutnant Sigur hat meine Betonung des Geopolitischen angesprochen. Als ich vor Jahren meine Dissertation schrieb über den Grenzbegriff der Konfliktparteien im Nahen Osten, habe ich am Institut für Zeitgeschichte so manches Werk zur Geopolitik, das in deutscher Sprache erschienen war, als Autodidakt studiert. Ich habe mich dann auch im Zuge meiner Dissertation immer stärker auch mit Otto von Bismarck auseinandergesetzt, der ja auch der Erfinder in gewisser Weise der Realpolitik, die sich an der Geografie orientiert, beschäftigte. Und Otto von Bismarck hat viel Kluges gesagt, unter anderem eben auch den Satz, die Geografie ist die Konstante der Geschichte. Sie holt uns immer wieder ein und sie holt Europa heute gerade wieder ein, was die eurasische Landmasse anbelangt, die Rolle Chinas, aber natürlich auch die Tatsache, dass der afrikanische Kontinent uns so nahe ist, wie uns der Nahe Osten auch sehr, sehr nahe ist. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, das Wort weiter an Professor Löw geben. Inzwischen ist auch Professor Trappel eingetroffen. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich bitte nun Dr. Raimund Löw um seine Beurteilungen, vor allem um die Beleuchtung des Konfliktes USA-Nordkorea. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr General, vielen Dank, Herr Botschafter. Es ist eine illustre Runde und es ist ein großes Vergnügen und ganz, ganz spannend für mich, Eindrücke aus der Sicht des Korrespondenten, des europäischen Korrespondenten in Peking, Ihnen darzulegen. Wenn man als Europäer in Peking lebt, nicht nur als Tourist hingeht, dann hat man immer das Gefühl, in der Mitte eines unglaublichen historischen Experiments zu leben. Die Vorstellung, dass China ist kein normales Land, sondern ist in China spielt sich eine historische Entwicklung historischer Dimensionen ab. Das sieht man jeden Tag, wenn man auf die Straße schaut, wo die Staus sind der Autos und die Leute im Auto sitzen im Stau, die sich überlegen mussten, sollen sich ein europäisches Auto, meistens ein deutsches Auto kaufen oder ein koreanisches oder ein chinesisches. Und wenn man weiß, viele Eltern oder Großeltern dieser Personen waren zu arm, um sich Seife zu leisten. Ein gigantischer Sprung in der Entwicklung, wie es ihn für so viele Menschen in so kurzer Zeit in der gesamten Menschheitsgeschichte nicht gegeben hat. Seit der Mitte der 80er Jahre. Und in China muss man immer die Präsenz haben, die Dimensionen. Wir sprechen von Xi Jinping, dem Präsidenten, von einer Regierung, von einem Regierungschef. Ja. Aber das sind fast 1,4 Milliarden Menschen, das ist die EU plus Amerika plus noch einmal Amerika.
Und das alles unter einer Führung. Ich meine, wir erleben, dass es nicht so wahnsinnig einfach ist, in Europa irgendwas in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Die Dimensionen sind hier noch andere. Dieses Gefühl ist immer da, wenn man als europäischer Korrespondent in China lebt, über China berichtet. Der General hat, war so nett, die Episode mit der Pressekonferenz bei Li Keqiang zu erzählen, die ein bisschen typisch ist auch für die zwei verschiedenen Seiten der chinesischen Entwicklung. Auf der einen Seite absurd. Eine einzige Pressekonferenz für den Premierminister im Jahr. Es gibt sonst keine Pressekonferenzen, also jetzt richtige Pressekonferenzen. Manchmal kann man Fragen stellen, aber es gibt sonst einmal im Jahr eine Pressekonferenz. Die Fragen muss man zwei Wochen vorher einreichen im Außenministerium, dann muss man diskutieren mit dem Außenministerium, passt das oder passt das nicht. Meine Frage über die Krim hat nicht gepasst. Dann wird das zelebriert, hunderte Millionen schauen zu, wird in allen Zeitungen abgedruckt, wortwörtlich. Ich kann mir vorstellen, dass manche europäischen Regierungschefs das auch ganz gern hätten. Und dann wird das Protokoll durchbrochen durch den dahergelaufenen Korrespondenten aus Europa. Für mich war das wunderbar, weil ich war ab dem Zeitpunkt berühmt. Ja? Ich war der Mic Grabber. Ja? Ja? Also wo immer, wenn ich jetzt in ein Ministerium gekommen bin, sogar im Zentralkomitee hat man mich akzeptiert, wussten alle, aha, das ist der Mic Grabber, der da irgendwie diese Frage gestellt hat. Tipp der Pragmatismus. Also diese beiden Elemente, ein sehr starres System, aber ein großer pragmatischer Umgang mit veränderten Situationen. Ich glaube, dass wir zwei spektakuläre politische Ereignisse haben, die da ganz, ganz aktuell, die uns diese Tendenzen und die Widersprüche, die da drin liegen, unterstreichen. Das eine ist natürlich der Asienbesuch des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der ein bisschen so interpretiert wurde, naja, Amerika dankt ab. Der Trump hat den größten Staatsbesuch aller Zeiten in China bekommen. In der chinesischen Öffentlichkeit ist das als Staatsbesuch plus plus bezeichnet worden. Also die verbotene Stadt ist abgesperrt worden. All das war sehr, sehr aufwendig. Die größte Sensation war, der Donald Trump konnte twittern. An sich ist Twitter blockiert in China. Das läuft nicht durch die Zensur für den Aufenthalt des amerikanischen Präsidenten, was man daran gesehen hat, dass er getweetet hat, ist das aufgemacht worden. Also das Gefühl war, also der Trump, Repräsentant der ersten Supermacht nach wie vor der Welt, hofiert eigentlich den chinesischen Präsidenten und das stand in totalem Widerspruch zu der politischen Linie, für die der Donald Trump gestanden ist im Wahlkampf und mit der er den Wahlkampf gewonnen hat, wo also China der Außenfeind war, der Hauptfeind war. China grabs our jobs. Der Vorwurf an die chinesische Führung durch Währungsmanipulation der amerikanischen Wirtschaft zu starten. Totale Gegenteil, weil hier offensichtlich ein Realitätsschub passiert ist, in dem Augenblick, wo der Kandidat ins Weiße Haus gekommen ist. Und das Ganze ist passiert 14 Tage nach dem Ende des 19. Parteitags, das ist angesprochen worden, wo nicht nur Präsident und Generalsekretär Xi Jinping auf die gleiche Stufe mit Mao Zedong gehoben wurde, indem in den Parteistatuten die Xi Jinping-Ideen sowie die Mao Zedong-Ideen zur Grundlage des Staates und der Staatspartei gemacht wurden, sondern wo noch etwas Zusätzliches passiert ist. Nämlich diese Xi Jinping-Ideen gelten auch, sollen China in die Welt führen, sollen China zu einer führenden Macht in der Welt machen. Also das ist, hat dieser Parteitag nicht nur eine große persönliche Macht, formalisierten Machtzuwachs des Präsidenten gebracht, sondern hat auch das verbunden mit der Idee, China muss sich nach außen wenden. Und das ist, was Xi Jinping, wofür Xi Jinping steht. China ist jetzt stark genug, sich nach außen zu wenden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, auf den komme ich dann noch innenpolitisch, der harte Kurs innenpolitisch. Und das alles hat die Welt sozusagen erlebt bei den zahlreichen Gipfeln und
internationalen Veranstaltungen in China. Wir waren als europäische Korrespondenten in Peking, viele Diplomaten, viele Regierungsvertreter in Hangzhou beim G20-Gipfel vor einem Jahr, wo der die größte internationale Versammlung auf chinesischem Boden seit immer, also die Chinesen sind da immer sehr, schauen da immer sehr genau in der Geschichte nach, also auch die Ming haben das nicht geschafft, was der Xi Jinping geschafft hat, so viele Regierungschefs da zu versammeln. Und die Diplomaten, die gekommen sind, alle, die gekommen sind, waren natürlich total beeindruckt. Man sitzt in dem Hochgeschwindigkeitszug von Peking nach Hangzhou, sieht die Geschwindigkeit, die wird immer angezeigt, ja, 303 Stundenkilometer, manchmal geht es runter auf 380 Stundenkilometer und fährt vorbei an einer Siedlung von Wolkenkratzern nach der anderen. Das hört nicht auf, das hört nicht auf. Und da spürt man diese Veränderung. Und dann realisiert man, ja, aber das Hochgeschwindigkeitsnetz in China schaut ungefähr so aus wie das Pariser U-Bahn-Netz. Das ist nicht eine Verbindung. Das sind unzählige solche Verbindungen. Das ist die eine Seite und das ist die Stärke Chinas und das ist auch die Stärke Chinas in der Außenpolitik. Die andere Seite ist, dass diese Stadt Hangzhou für diesen Gipfel leer gemacht wurde. Also die halbe Bevölkerung ist entfernt worden, die Betriebe haben Betriebsurlaub bekommen. Bei vielen G20-Gipfeln gibt es meistens irgendeine Ecke, wo man dann demonstrieren kann oder wo man sich ausdrücken kann. Hat es natürlich überhaupt nicht gegeben. Es war ein perfekt organisierter, totalitär organisierter internationaler Gipfel, der auch genau dieser Widerspruch ist das Interessante. Und dort hat es etwas gegeben, was alle erstaunt hat, nämlich nachdem der Gastgeber, Präsident Xi Jinping, das beendet hat, hieß es, es wird eine Pressekonferenz geben. Wow, Xi Jinping gibt in China eine Pressekonferenz. Alle haben sich angemeldet, mussten sich 2 Stunden, 3 Stunden vorher anmelden. Hingegangen sind wenige, denn nach kurzer Zeit hat man erfahren, es ist eine Pressekonferenz, bei der man keine Fragen stellen darf. Das ist ein bisschen der Widerspruch dieser Situation. Man hat eine boomende Wirtschaft, eine Vielfalt in dem Land, die unglaublich ist, und ein politisches System, das sich verhärtet und wo man das Gefühl hat, hier ist eine politische Kaste, die in keiner Weise umgehen kann mit Gegensätzen, Widersprüchen, die es in der Gesellschaft selbstverständlich gibt und geben muss. Das ist, glaube ich, die chinesischen Gesprächspartner klagen immer, also China hat eine schlechte Presse in Europa oder auch in Asien, wird immer nur geschrieben über Smog und über den Dissidentenprozess, die ins Gefängnis kommen und so weiter und so fort. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber das ist ein Zeichen der Schwäche, was Softpower betrifft. Niemand möchte ein solches System haben, letztlich, in dem bei einer Pressekonferenz keine Fragen gestellt werden dürfen, wenn irgendwo feministische Dissidenten protestieren, dass es zu wenig Möglichkeiten für Frauen gibt, dass die monatelang ins Gefängnis kommen und. Und das ist ein Trend, der unter Xi Jinping verstärkt worden. Also die Repression, das findet man in allen Untersuchungen der Menschenrechtsorganisationen, auch die Europäische Kommission, Vertretung der Europäischen Kommission, die das regelmäßig untersucht hat, massiv zugenommen. Die Zensur hat massiv zugenommen. Man erlebt das als ORF-Korrespondent in zweierlei Hinsicht. Man sitzt in seinem Büro, schaut sich BBC an und dann wird plötzlich der Bildschirm schwarz. Da wird einfach, sitzt wirklich, wirklich jemand und dreht den Hebel. Warum? Weil der Dalai Lama irgendwas sagt oder weil eine Demonstration in Hongkong ist. Internet, es gibt nicht Google. Wenige von uns können sich ein Leben ohne Google inzwischen vorstellen. Also das, okay, man kann sich sagen, die New York Times, dass die nicht gibt, gut, die sind böse, die haben böse über den Reichtum also im Politbüro geschrieben, aber Google ist nicht zugelassen. Also von Twitter und Facebook ganz zu schweigen. Das heißt, es ist ein System, in dem ungefähr, man schätzt, so 1 bis 2 Millionen Leute damit beschäftigt sind, die Zensur im Internet zu organisieren. Und da ist, muss man neidlos sagen, schon auch etwas gelungen. Es ist gelungen, in China eine Art von gelenkter Öffentlichkeit zu schaffen, die durch die Zensurmaßnahmen, vor allem im Internet, um die China jeder Diktator in der Welt beneidet. Also das Internet ist bunt. Die Handys sind bunt. Die jungen Leute in den U-Bahnen schauen alle, was sich tut. Es gibt
Chats, es gibt unzählige viele Diskussionen. Aber das ist gelenkt. Da ist also die technische Möglichkeit und die das Know-how der Leute, dass wenn irgendwo was passiert, was der Führung nicht passt, wird es gestrichen. Und das existiert, ist aber gleichzeitig bunt. Und ist nicht so, dass jetzt das so langweilig ist, dass das niemand anschaut. Was langweilig ist, das sind die zentralen Nachrichten, also sozusagen die Zeit im Bild, CCTV, das ist, also ich war auch in Moskau Korrespondent und da war also die damalige Vremya, die Zeitung, die Fernseh, der russische Fernsehsender, war also ein buntes, offenes Medium gegenüber CCTV. Vor ein paar Tagen hat mir ein Kollege gesagt, nachdem Xi Jinping diese neue Funktion, diesen neuen Titel hat, hat es in CCTV, in den Abendnachrichten, 4,5 Minuten nur Applaus für Xi Jinping gegeben, ohne Text. Also das ist irgendwie schwierig sich vorstellen, eine moderne Gesellschaft, die eine solche Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft hat. Die Zeitung Renmin Ribao, also die Volkszeitung, die klassische Zeitung der Partei, ist ungefähr so spannend wie das neue Deutschland also vor Honecker. Ja, es ist eine völlige Spaltung zwischen dem politischen Leben und dem was in der Gesellschaft sich tut. Und das ist eine Schwäche des ganzen Systems. Gut, wir haben gesagt, also Xi Jinpings Identität ist, wir wollen als China, wir müssen eine Weltmacht sein, wir müssen das werden. Und es ist ja das chinesische System eine Mischung aus Planwirtschaft und Kapitalismus, wenn man will. Es wird wahnsinnig viel geplant. Es passiert dann nicht immer alles, was geplant wird. Aber es ist also geplant, dass 2049, also 100 Jahre nach der Gründung der Volksrepublik China, muss China eine Art Weltmacht sein. Ob jetzt erste oder zweite oder gemeinsam mit anderen, da legt man sich nicht so fest. Aber das ist als Ziel. Ich meine, ich sage jetzt, es gibt viele solche Ziele. Die Regierung hat auch beschlossen, dass 2049 China Fußballweltmeister werden können muss. Ja, und das ist alles ist alles Teil dieser Wende nach außen. Das Problem dabei ist, dass es die Art der chinesischen Präsenz in Asien Gegenreaktionen hervorruft. Wirtschaftlich, ja, also überall, wenn man in Asien herumfährt, ist also die wirtschaftliche Präsenz Chinas stark. Und das hat natürlich langfristig auch, wirkt sich auch auf die politische Entwicklung aus. Traditionelle amerikanische Verbündete, wie zum Beispiel Thailand, gehen auf einen pro-chinesischen Kurs. Philippinen, die einzige Kolonie Amerikas in der Welt, geht auf pro-chinesischen Kurs. Aber in den Ländern und in den Gebieten, wo die größte Nähe zu China ist, verliert China die Jugend. In Hongkong verliert China die Jugend. In Taiwan verliert China die Jugend. Aufgrund genau dieser Schwäche mit Softpower. Weil die Art des Umgangs, die bürokratische Diktatur, wenn man will, der bürokratisch-diktatorische Umgang von oben herab, starker Staat, nichts ist, was Softpower vermittelt. China hat unter Mao Zedong wollte China die Weltrevolution, unter Deng Xiaoping war die Devise, schauen wir, dass wir nach außen möglichst bescheiden auftreten, damit niemand merkt, wie stark wir nach innen werden. Und das ist jetzt die dritte Phase, China muss Weltmacht sein. Was heißt das? Ganz klar, also die chinesische Führung stellt sich vor als führende Regionalmacht. China muss im pazifischen Raum in Asien die führende Macht sein, stellt nicht grundsätzlich das internationale System in Frage. Das veränderte Kräfteverhältnis im internationalen System reflektiert haben, aber stellt das grundsätzlich nicht in Frage. Im Gegenteil, dass China für Freihandel auftritt, für internationale Verträge auftritt, wird ja als Bonuspunkt angesehen. Sie alle kennen wahrscheinlich, und die Frage, wie das Verhältnis sich in diesem Rahmen abspielen wird zwischen der aufsteigenden Macht China und der Macht, von der China glaubt, dass sie im absteigenden Ast ist, nämlich den USA, die aber nach wie vor militärisch und sicherheitspolitisch die dominante Macht auch im politischen, im pazifischen Raum sind, wird wahrscheinlich die entscheidende Frage
die über Krieg und Frieden im 21. Jahrhundert entscheidet. Sie kennen die These vielleicht des Harvard-Professors Graham Allison, der über die Thukydides-Falle gesprochen hat. Er hat untersucht solche Situationen wie aufsteigende Mächte und herrschende Großmächte miteinander umgehen und ist zum Schluss gekommen, dass von 16 vergleichbaren Fällen 12 im Krieg enden. Also eine ganz grundsätzliche Frage, die für die Welt wahrscheinlich die entscheidende ist, wie geht China und wie geht China und Amerika miteinander um. Und da komme ich zu Nordkorea, weil ich habe mir schon gedacht, naja, General schreibt das jetzt. Entscheidende Frage, glaube ich, oder eine entscheidende Frage für China wird sein, im Verhältnis mit den USA, wie schafft China den Umgang mit einem unbotmäßigen Nachbarn, Verbündeten der nordkoreanischen Führung, die seit Jahren etwas tut, was China nicht will, nämlich die Nuklearrüstung und diese Raketenrüstung, und die nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Es ist jetzt, glaube ich, vorgestern ist der Delegierte des Zentralkomitees der chinesischen kommunistischen Partei in Pyongyang gewesen, um zu informieren, die Führung, was passiert ist am 19. Parteitag. Der war 3-4 Tage in Pyongyang und ist nicht von Kim Jong-un empfangen worden. Also ein Affront sondergleichen. Das ist in der Beziehung zwischen verschiedenen kommunistischen Parteien, sind Formalitäten total wichtig. Ich glaube, dass das zwei Seiten hat, die Geschichte mit Nordkorea. Für China ist das natürlich unangenehm. Da ist ein kleiner Verbündeter, historischer Verbündeter, die Kim-Dynastie ist gerettet worden durch chinesische Truppen, chinesische Soldaten im Koreakrieg. Und China kann nicht verhindern, dass die was tun seit Jahren, was Peking absolut nicht will, was gefährlich ist. Also es ist ein Zeichen eigentlich für die Schwäche der chinesischen Außenpolitik. Auf der anderen Seite, China ist die einzige Macht, die einen halbwegs vernünftigen Vorschlag hat, wie das gelöst werden kann. Nämlich durch ein Einfrieren auf der Seite der Nordkoreaner, die nordkoreanische Rüstung eingefroren wird, dass man nicht offiziell zugibt, Nordkorea ist eine Atommacht, da kann man vielleicht Diplomaten werden da sicher Wege finden, das zu umschreiben. Und gleichzeitig, dass es Verhandlungen mit den USA gibt und die USA eine Reihe von Manövern, die es in Südkorea immer wieder gibt, herunterfahren. Die einzige Möglichkeit, wenn man nicht eine weitere Eskalation haben will, wenn man nicht in Richtung Krieg gehen will, um da rauszukommen. Zwischen diesen beiden Elementen bewegt sich das Nordkorea. Es ist unangenehm für die Führung in Peking, aber es ist eine unglaubliche Chance. Und jetzt drei Worte nur zu unserem Besuch als ORF-Korrespondent in Pyongyang in diesem Frühjahr, wo wir eine Woche waren und sehr viele Möglichkeiten hatten, sehr viele Gelegenheiten hatten, mit Menschen zu sprechen. Und mir zwei Elemente sozusagen entscheidend erschienen. Das eine ist, es ist ein funktionierender Staat über weite Strecken. Pyongyang ist eine funktionierende Stadt. Wir haben dieses Beispiel, das Sie genannt haben, von dem dem Soldaten, der flüchten wollte. Natürlich gibt es auch Flucht immer wieder im Norden in Richtung China. Aber es gibt viele Probleme, Internetprobleme. Immer wieder, alle paar Stunden wird der Strom ausgeschaltet. Aber es funktioniert. Und das ist auch das Gefühl, wenn man mit den Menschen geht, redet in die Wohnungen. Das ist ein funktionierendes System. Also man hat, wenn man durch das Land fährt, wir sind auch oft am Land gewesen, durch Dörfer gefahren, wo sonst keine Ausländer sind. Man hat nicht das Gefühl, das ist vor einem Zusammenbruch. Und das sagen auch die Statistik, also die Zeit des großen Hungers ist vorbei. Die landwirtschaftliche Produktion ist durch wirtschaftliche Reformen, die Kim Jong-un eingeleitet hat, gestiegen worden. Also die in den Staatsfirmen, in den Staatsfarmen können die Bauern das, was sie über den Plan produzieren, verkaufen. Es gibt hunderte private Märkte. Also wir sind auf einem privaten Markt in Pyongyang. Wir durften nur nicht filmen, weil das ist was Unanständiges, ein privater Markt. Aber riesengroß, irrsinnig viele Leute. Das ist das eine. Also man hat nicht das Gefühl, das ist ein System, das vor einem Zusammenbruch steht, was man in anderen Städten oft hat. Und das andere Element, beängstigend, also die totale Konzentration der Propaganda des Staates auf, wir sind in einer Kriegssituation. Die Amerikaner werden uns morgen angreifen, werden uns übermorgen angreifen. Es steht unmittelbar ein Krieg bevor. Das ist also in einer Art präsent,
dass es beängstigend ist. Natürlich, man kann sich vorstellen, das ist wahrscheinlich seit ein paar Jahrzehnten schon die Propaganda und in solchen Fällen wird die hier hineingehen und dort hinausgehen. Aber bis zu einem gewissen Grad ist das die Identität der Führung, der Staatsführung. Der permanente, totale Konflikt mit den USA, der immer weiter ausgereizt werden muss, daher die Nukleartests, daher die Raketentests. Und das ist in einem hohen Ausmaß gefährlich, nicht nur, weil es, wenn beide Seiten auf ihrer Position bleiben, eigentlich keinen Ausweg gibt, außer man kommt wirklich zu einem Waffengang, sondern auch deshalb, weil was schiefgehen kann, was ein Missverständnis sein kann. Also die USA können finden, irgendeine Rakete, die eine Testrakete ist, ist aggressiv und können einen Gegenschlag machen in einem Augenblick, wo das gar nicht, die nordkoreanische Führung jetzt nicht unmittelbar diesen Schritt setzen will. Also es ist eine hochgefährliche Situation, es ist der Ort, wo die größten militärischen Mittel auf Konfrontation gegeneinander stehen in Nordkorea und ich glaube, es wird also zwischen in der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea und mir scheint, dass die Art, wie China damit umgeht und wie China die USA einbinden kann in das, was sie tun, entscheidend sein wird für das chinesisch-amerikanische Verhältnis. Und obwohl Trump so einen antichinesischen Wahlkampf gemacht hat, haben die Chinesen eigentlich, muss man sagen, von der Diplomatie her das wunderbar gemacht, seitdem er an der Macht ist. Also, er telefoniert alle 6 Wochen mit Xi Jinping und Xi Jinping erklärt ihm die Welt und er ist dann ganz begeistert, schickt irgendwelche Tweets. Xi Jinping ist nach Florida gefahren und hat dort zwar nicht Golf gespielt, weil das nicht so gut ankommt in China, aber hat ihm alle Ehren kommen lassen. Das Problem ist nur, niemand weiß, wer wirklich entscheidet in Washington. Da herrscht Doppelherrschaft auf der einen Seite die Trump-Leute und das Weiße Haus, auf der anderen Seite das Establishment. Und das ist ein Faktor der Unsicherheit. Der ist der chinesischen Führung sehr bewusst und das macht die Situation sehr unsicher und labil. Dankeschön. Es gibt ja noch vorne freie Plätze, also für diejenigen, die Platz nehmen wollen, es gibt ja noch Plätze. Trauen Sie sich nur. Vielen Dank, Herr Dr. Löw, für Ihre Beurteilungen und ich darf nun gleich zu Universitätsprofessor Dr. Richard Trappel überleiten, den ich ja bereits in Absente vorgestellt habe und mit Blick auf die Uhr darf ich gleich um seine Ausführungen bitten. Bitte, Herr Professor. Ja, danke vielmals, Herr General Sekür, liebe Frau Leisel, Herr Löw, sehr geehrter Herr Botschafter. BRICS, ich fühle mich hier sehr zu Hause, weil ich das Privileg habe, seit den 1980er Jahren hier unterrichten zu dürfen. Zunächst chinesische Sprache, aber das machen jetzt nette Speakers und eben China. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst bitte ich um Entschuldigung, dass ich etwas später gekommen bin. Ich war schon längste Zeit hier. Allerdings hatten wir eine Veranstaltung mit dem chinesischen Botschafter an der Universität Wien heute und es war sein erster Vortrag an der Sinologie. Und das zeigt eigentlich schon, als ich 1974 in China studiert hatte oder 1973 in Wien begonnen hatte, da konnte man mir eigentlich kaum sagen, was ist in China los. Heute gibt es an einem Abend 2 wichtige Vorlesungen, Vorträge, Aktivitäten in Bezug auf China. Ich hatte damals die Gelegenheit, 1974 ein Stipendium zu bekommen, bin mit der Eisenbahn 10 Tage hinübergefahren, mit der Transsibirischen und kam in ein China, das ganz anders war, als das China, das Sie heute kennen und das jetzt in den Vorträgen dargestellt wurde. Ein China, das wir jetzt jeden Tag sehen, mit einer Lichterflut, mit all den gigantischen Fortschritten mit Eisenbahnen, die mit 305 oder noch mehr Stundenkilometer dahin rasen und so weiter. Damals, als ich studiert hatte, war es finster am Stadtrand von Peking. Es gab keine Straßenbeleuchtung, wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin um 22 Uhr. Und es gab auch kaum Autos. Es gab leere LKWs, einige Militärfahrzeuge. Und wenn man ein Taxi wollte, musste man lange warten. Und irgendwann einmal während des Studienjahres im Winter kam ich auf die Idee, jetzt möchte ich eine Banane essen. Ging einkaufen
Und dann haben wir gesagt, ja, kommen Sie morgen oder übermorgen, dann kommen Sie in einer Woche, kommen Sie in einem Monat, so ging das dahin. Also einige Wochen oder Monate gab es das nicht, was ich in Wien oder in Europa normal kaufen hätte können. Da ist mir das zu Bewusstsein gekommen, eigentlich, was heißt Armut? Ich bin jetzt einmal im Monat in China, pendle sozusagen zwischen Wien und Peking und China und bin unter anderem auch in der Provinz Gansu gewesen, in einem kleinen Ort. Kleine Orte haben 1 Million oder weniger Einwohner. Also von Lanzhou, der Hauptstadt der Provinz Gansu, nach Zhangye gefahren und ging dort in einen Supermarkt, der überquoll von Früchten und allem Möglichen. Und also ich habe zu den Leuten dort gesagt, wisst ihr, was das heißt? Damals 1974 warte ich ein halbes Jahr auf eine Banane und hier ist alles voll und ihr könnt alles kaufen. Die haben mich nicht verstanden. Das waren Chinesen, Einheimische, die wissen nicht, was das heißt, wenn es finster ist, wenn man kein Obst bekommt, wenn Mangelwirtschaft war etc. Es war eine Zeit, wo die Kulturrevolution sich verfestigt hatte, möchte ich sagen, 1974. Offiziell geht die Kulturrevolution 1966 bis 1976, also währte noch 2 Jahre, aber es gab sogenannte Revolutionskomitees und die haben quasi die Revolution verwaltet. Und als ich ein einziges Mal etwas quasi Illegales damals gemacht habe, mit der Eisenbahn statt mit dem Bus zur Langen Mauer gefahren bin, wurde ich in der Ortschaft Changping verhaftet. Aber ich habe es erst nach einigen Stunden gemerkt, als ich freundlich aus dem Zug heraus begleitet wurde, nehmen Sie Platz, Sie sind im falschen Zug. Also ich war nicht im falschen Film, im falschen Zug. Und mit der Zeit dachte ich jetzt, wann geht es jetzt weiter? Nein, warten Sie noch, bis der richtige Zug kommt. Es kamen aber etliche Züge. Naja, zum Schluss sage ich, darf ich auf die Toilette gehen, hat es geheißen, dann muss man erst die Polizei fragen, ob sie das dürfen. Also merkte ich erst, in welchem Zustand ich war. Und dann wurden wir belehrt, also wir hätten nicht dürfen von der Uni weg etc. Das war China 1974. Übrigens in diesem Ort, Changping ist der Campus der University of Political Science and Law, wo ich meine Honorarprofessur bekommen habe, eigentlich in dem Ort, wo ich 40 Jahre vorher freundlich aus dem Zug geholt worden bin. Ich habe jetzt die Referate natürlich aufmerksam verfolgt und möchte dem ja auch nichts Repetitives jetzt hinzufügen. Ich habe schon gesagt, diese Kontraste, die ich selbst erlebt habe, die haben mir selber natürlich auch Fragen aufgeworfen. Wie ist das möglich, dass innerhalb von weniger als 40 Jahren, genau gesagt mit der Öffnungs- und Reformpolitik ab 1978 bis heute, diese gigantische explosionsartige Dynamik Chinas entstanden ist? Hat China da wirklich, hat die chinesische Gesellschaft, hat die chinesische Politik wirklich erst 1978 mit dem begonnen, was diese Reformen und diesen fulminanten wirtschaftlichen Aufschwung mit sich gebracht haben? Meine Antwort ist immer, schauen wir doch zurück, nicht nur 2000 Jahre, sondern mehr als 2500 Jahre, dann sehen wir über die Geschichte hinweg Konstanten und Brüche. Und diese Konstanten über die 24 anerkannten Dynastien, es waren ja noch mehr, und noch mehr, da war das der Beamtenstaat, da war die Bürokratie. Wenn man Beamter, Mandarin, würde man sagen, werden wollte, da musste man schwere Prüfungen über sich ergehen lassen und ein enormes Wissen haben. Und diese Diskrepanz zwischen den Analphabeten, vielleicht 95-97%, und einer extrem hochgebildeten Elite, die führte über die dynastischen Wechsel, über die Brüche, über die Eroberungen Chinas durch andere Völker hinweg zu einer Konstanz, nämlich mit Brüchen, mit Revolutionen, mit Revolten, mit Systemwechseln umzugehen und letztlich dieses kulturelle Substrat herüberzutragen von Jahrtausenden auch in die Brüche des 20. Jahrhunderts und in die Gegenwart. Ich möchte Ihnen zwei, drei Ziffern, ganz wenige Ziffern sagen. 1949 lebten in China 500 Millionen Einwohner, heute 1,37 Milliarden. Damals war das Verhältnis Agrarbevölkerung, urbane Bevölkerung 10% zu 90%, heute 56% zu 43%. Die Lebenserwartung
Als die Volkswehr China gegründet wurde, war ungefähr bei 47, 48 Jahren, im Jahr 1974 bei 63 Jahren und heute bei 76 Jahren. Also bei einer Vervielfachung der Bevölkerung hat sich die Lebenserwartung letztlich von 47 auf 76 erhöht. Und wenn wir natürlich, sagt man das vielleicht, 1,3 Milliarden, 1,4 Milliarden, hier die Infrastruktur bereitzustellen, Wasser, Lebensmittel natürlich, Energie etc., ist eine gigantische Herausforderung. Und wie wird das bewältigt? Zwei Parameter sind hier für die chinesische Regierung enorm wichtig. Fadschan und, das heißt Entwicklung und Wendingxing, Stabilität. Wie kriegt man gleichzeitig Entwicklung, Dynamik, Fortschritt und Stabilität? Und ich glaube, dass hier auch wieder die Philosophie und die Geschichte und die Geschichtsphilosophie eine Antwort gibt. Das stabilisierende Element ist im konfuzianischen Denken verankert. Und ich sage nicht, dass China eine konfuzianische Gesellschaft ist. Und auch wenn ich direkt eines Konfuzius-Instituts bin, sein Name, wir sind keine Konfuzianer. Aber welche Werthaltung, was ist der Kern eigentlich? Ich meine, es ist Lernen, es ist Bildung. Und ich habe das Buch von Ihnen mit großem Interesse gelesen. Und ich finde ganz besonders die letzten paar Seiten als Denkanstoß für uns in Europa enorm wichtig. Man kann zu China verschiedenste Ansichten haben, aber man muss wirklich, wenn man irgendwie selbst das als Spiegel verwendet, wir in Europa, wo stehen wir, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, wo wollen wir nicht hin. Lernen, Bildung, der Wert der Bildung, die Wertschätzung gegenüber einerseits dem Bildungskanon, aber gleichzeitig auch fleißig an sich selber und an, wie es bei uns heißt, an der Bildung des Menschengeschlechts zu arbeiten. Ich glaube, das sind Werthaltungen, die ungeachtet, ob jetzt Konfuzius mehr oder weniger geachtet wird oder sogar, ob er damals, als ich studiert hatte, verteufelt worden ist, im Volk drinnen sind. Also aus Fehlern auch lernen. Und die große negative Begegnung zwischen China und den Kolonialmächten zu Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, führte letztlich zu einem Erwachen, zu einem Aufwachen, zu einem Aufschrei in der sogenannten 4. Mai-Bewegung 1919. Der Versailler Friedensvertrag, völlig ungerechte Behandlung Chinas damals und einige wenige Intellektuelle in der Peking-Uni sind aufgestanden, haben eine Demonstration gegen die Willfährigkeit der Regierung gemacht und haben gesagt, wir müssen vom Westen oder von den Kolonialmächten lernen, was machen die, dass sie so stark sind und wir so schwach. Und die Antwort, die Analyse war, wir müssen diese Eindringlinge analysieren und mit ihren eigenen Waffen von uns fernhalten, aus der Geschichte sozusagen lernen. Und das inkludierte die Technologie, die Verwissenschaftlichung. Über 2000 Jahre hat man Philosophie, Poesie, Wertschätzung, auch im Sinn des Taoismus, Naturliebhaberei geschätzt und zelebriert. Aber moderne, westlich orientierte, naturwissenschaftlich ausgerichtete Universitätssysteme gab es erst in den letzten 120 Jahren. Nächstes Jahr feiern wir 120 Jahre Peking-Universität-Gründung. Und wenn wir da auf die Zahlen schauen, was glauben Sie, wie viele Lehrer und Kinder und Schüler es gibt, ganz kurz vom Wissenschaftsministerium China, 96 Millionen Volksschüler heute und 34 Millionen Universitätsstudierende, also BA, MA und Doktoranden. Es gibt über 2500, wie Sie so wollen, 2700 Universitäten und das Ranking ist beinhart und jeder bemüht sich, in der besten Uni zu sein und die Eltern investieren so gut wie alles, was nur irgendwie möglich ist, in die Bildung der Kinder. Und wenn wir einen Dialog mit China wollen und brauchen und auch haben müssen, dann müssten wir, glaube ich, zu diesen Grundfesten dessen, was im konfuzianischen Bildungskanon drinnen ist, uns einmal den Blick hinwenden, lernen, lernen, lernen. Und da heißt es auch bei Konfuzius, also einen Fehler machen, ja, das kann schon passieren, aber aus Fehlern nichts lernen, dort ist eigentlich der wirkliche Fehler. Und weil Nordkorea jetzt auch ein kurzes Thema war, ich war 1975 das erste Mal in Nordkorea und als ich angekommen bin, wurde mir gesagt, fahren Sie sofort wieder zurück nach Peking, Sie sind nicht willkommen hier. Dann habe ich gesagt, ich habe aber ein 10-Tages-Visum, jetzt bleibe ich hier.
Und dann hat es geheißen, naja, wenn Sie, ja, aber da kann man nichts machen, also dann sind Sie halt Staatsgast. Ja, ne? Also ich bin da dort geblieben, hatte ein Auto und Protokollabteilung und nach ein paar Tagen hat der Fahrer mich gefragt, wer ist Ihr Vater? Und ich habe gesagt, meine Eltern wissen nicht, dass ich in Nordkorea bin, die glauben, ich bin in Peking. Dann gingen Jahrzehnte drüber, ich bin dann nicht mehr dort gewesen, aber in den letzten Jahren ein paar Mal dort und habe die Idee gehabt, wir haben ein Eurasia-Pazifik-Bildungsnetzwerk mit 170 Universitäten, alle österreichischen, 70 chinesische Universitäten, von jedem zentralasiatischen Staat, ein, zwei von Russland, etliche und Südkorea. Und ich habe die Idee gehabt, ja, ich stelle den Antrag in unserem Kuratorium, wir laden Nordkorea auch ein. Innerhalb kürzester Zeit, also wenige Wochen später, hat die nordkoreanische Botschaft gesagt, wir sind eingeladen, wir haben einen Vertrag unterzeichnet. Bis zum heutigen Tag, ungeachtet aller Gegebenheiten, die wir alle kennen, ist Nordkorea immer noch Mitglied auf gleicher Augenhöhe wie Südkorea und natürlich die chinesischen und österreichischen und russischen Universitäten. Also ich glaube, wir, wenn wir uns intellektuell mit anderen Ländern, so wie mit China und anderen Kulturkreisen beschäftigen, sollen das auch verwenden, den Wert der Bildung, der in China so hochgehalten wird und der China so weit hervorgebracht hat, auch zu analysieren. Und wo stehen wir? Und noch einmal im Buch von Ihnen zum Schluss dieser Appell, auch in Europa nehmen wir das wirklich ernster. Wir brauchen ein Bildungssystem und ich habe immer gesagt, wir sollten in Europa Weltbürger europäischer Herkunft wirklich erziehen vom Kindergarten an. Es ist sehr gut, wenn es Erasmus-Programme gibt, aber es ist zu spät. Es ist gut, wenn Mittelschüleraustausch stattfindet, es ist zu spät. Wir brauchen ein Bewusstsein der Verantwortung und ich glaube, dass China ein ebenbürtiger Partner nicht nur ist, sondern auch sein will, in einer globalen Verantwortung. Wir haben nur einen Planeten und nicht zwei und wir zerstören nicht den Planeten, aber zumindest die Biosphäre, aus der wir schöpfen. Ich glaube, ich sollte noch irgendwas zum Parteitag auch noch sagen. Nur eine kleine Episode zum 18. Parteitag wollte ich noch sagen. Ich war beim Zentralkomitee vor dem 18. eingeladen und die sagen, na was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für den 18. Parteitag? Und ich habe gesagt, Armutsbekämpfung, Korruptionsbekämpfung und Umweltschutz. Und dann legte mir eine Zeitung hin und sagen, das steht ja da in der Zeitung, habe ich gesehen, das war mein Interview in der Zeitung. Aber also das war jetzt nur ein bisschen eine kleine Anekdote. Was ich sagen will, es ist meines Erachtens ein enormes Kapital in China an intellektuelle, analytische Auseinandersetzung. Wo steht die Welt, wo steht China, wo steht die Relation zwischen China und dem Rest der Welt in Thinktanks, in Universitäten und so weiter. Und von dieser Analyse zu einer langfristigen Strategie hat China bewiesen, diesen Weg zu gehen, eben auch aus eigenen Katastrophen zu lernen, nicht nur aus der Katastrophe der Kulturrevolution, sondern aus den vielen Revolutionen und dynastischen Brüchen und Fremdbestimmtheiten, sei es jetzt während der Mongolenzeit oder Mandschuhzeit und so weiter. Und diese Lernfähigkeit, diese Analysefähigkeit und gleichzeitig das strategische Denken in ferne Zukunft hinein, das ist das, glaube ich, was China so auszeichnet und wo wir eigentlich auch nicht nur davon lernen können, sondern uns unserer eigenen Lernfähigkeit erinnern sollten. Also der Parteitag kanalisierte viele, ich möchte sagen, ist wie ein Tour de Resort, kanalisierte viele Aspekte, wo Probleme sind, was gemacht werden muss in der Ökologie, in der wirtschaftlichen Entwicklung, in der Entwicklung der Außenpolitik, auch der Militärstrategie. Und was ja schon gesagt worden ist, für uns ist es schwer nachvollziehbar, dass es praktisch keine Gegenstimme gibt. Allerdings bis über diese, möchte ich sagen, die Wissenspyramide und die analytische Pyramide von den Thinktanks bis ganz oben hin zugearbeitet wird und wieder die Entscheidungsprozesse nach unten sickern, das ist nach außen nicht so sichtbar, aber offensichtlich funktioniert es.
Vielen Dank, Herr Professor, für Ihre Ausführungen. Ich darf nochmals den Aufruf starten. Vielleicht ist jetzt nach 1,5 Stunden mehr Bereitschaft gegeben. Es sind noch 5 Plätze hier vorne frei. Kommen Sie bitte und setzen Sie sich hin. Es wird noch ein bisschen dauern. Es besteht jetzt die Gelegenheit, an die Podiumsreferenten Fragen zum Thema des heutigen Abends zu stellen. Ich bitte Sie im Interesse der Hörbarkeit im ganzen Saal, das vorbereitete und Ihnen zugestellte Mikrofon zu verwenden und sich zu Beginn vorzustellen. Und ich bitte auch zu sagen, an wen sich Ihre Frage jeweils richtet. Ich bitte um Fragen und nach Möglichkeit um keine Co-Referate. Wer stellt die erste Frage, bitte? Bitte sehr. Neben der Kamera. Dankeschön. Grüß Gott, mein Name ist Julius Leiter. Ich verfolge einfach aus privatem Interesse im Prinzip China und allgemein internationale Beziehungen sehr interessiert. Und meine Frage richtet sich speziell an einen Aspekt, der heute Abend eher ausgelassen wurde, und zwar den, dass ja gerade mit China und den dort operierenden Firmen ganz oft Zweifel aufkommen, wie da die Menschenrechte eingehalten werden, wie es da um Arbeitsrechte steht, ganz besonders auch, wie Chinas Wirtschaftspolitik sowohl international als auch intern für ihr eigenes Land sich auf die Umwelt auswirkt und so weiter und so fort. Und damit einhergehend dann die Frage des politischen Willens, woher der kommen soll, wie es um den steht, dass man auf internationaler Ebene da gewissen Standards, denen ja im Prinzip in großem Konsensus oft widersprochen wird, was jetzt die Umweltpolitik betrifft beispielsweise und auch was Arbeitsrechte und dergleichen betrifft, wie denn da die Reaktion auf internationaler Ebene ausschaut und die Entwicklung, gerade auch berücksichtigend, dass China ja stückweise, wie jetzt heute im Laufe der Vorträge auch dargelegt wurde, Stück für Stück sich mehr Macht krallt, sage ich jetzt fast schon, und sozusagen eine Weltmachtposition oder auch eben eine Machtübernahme vorbereitet, wie denn die internationale Gemeinschaft dem gewappnet ist. Danke. An wen sich die Frage richtet, haben Sie? Pardon, das habe ich schlicht und einfach vergessen. Ich weiß nicht, überlasse ich vielleicht Ihnen. Das können Sie wahrscheinlich fachlich besser entscheiden. Ja, also wenn Sie das mir überlassen, sage ich gleich was dazu. Ich sage einmal dazu, Großmächte haben keine Grundsätze. Großmächte haben nur Interessen. Das müssen Sie einmal verinnerlichen. Und im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass China nach der Klimakonferenz in Paris sehr ambitionierte Ziele zugesagt hat, zum Unterschied von den USA, die also im Jahr 2020 aus dem Kyoto-Protokoll und aus dem Weltklimagipfel in Paris austreten werden, gibt es aus Peking derartige Überlegungen nicht. Dass das nicht ganz einfach werden wird, vom großen Verschmutzer, vom Kohlegebrauch und ähnlichem mehr zu einem Umweltmusterland zu werden, ist keine Frage. Aber man sollte sich nichts Unmögliches vornehmen. Und bitte verabschieden Sie sich von der Tatsache, dass irgendjemand auf China Druck ausüben kann. Das ist leider utopisch. Weitere Fragen bitte. Bitte sehr. Mikrofon ist dort. Nein, der Herr zuerst hier und dann Sie. Eins, ja. Angesichts der Verschiebung der Machtachse immer mehr nach China möchte ich an Frau Kneißl folgende Frage richten. Wäre es nicht an der Zeit, dass Europa sich verabschiedet von Sanktionen gegen Russland, sondern Russland einbezieht in ein künftiges gemeinsames Europa? Mein Name ist Franz Schönbichler. Danke. Bitte. Vielen Dank, Herr Schönbichler. Hören Sie mich auch? Ist das eingeschaltet? Ja. Ich habe vorhin kurz ausgeführt, dieses russisch-chinesische Bündnis, das entstanden ist, das im Mai 2014 eine neue Impetus erhalten hat, das auf europäischer Seite interpretiert wurde, meines Erachtens fehlinterpretiert wurde,
Ja, Russland muss sich jetzt China zuwenden, weil es ja in Europa sozusagen sanktionsmäßig und so weiter nicht in dem Umfang mehr willkommen sei. Ich habe das insofern verneint, diese europäische Wahrnehmung, weil China und Russland eben schon sehr lange zusammenarbeiten, weil natürlich auch das Thema eurasischer Kooperation etwas ist, das durch die Geschichte hindurch immer seine Rolle gespielt hat. Und da, glaube ich, ist einfach auf europäischer Seite wirklich dringend geboten, erstens wieder in größeren historischen Zusammenhängen zu denken und zu handeln und auch in größeren geografischen Zusammenhängen zu denken und zu handeln. Die Idee der eurasischen Zusammenarbeit, ja, das ist etwas, was Charles de Gaulle zum Beispiel schon aufgebracht hat in den 1960er Jahren, damals vor dem Hintergrund seiner ganz besonders eben auch was NATO, US-Präsenz in Europa und so weiter kritisierten Politik der USA anbelangte. Paris, also Frankreich, Deutschland, Russland, ruf in Erinnerung, einige unter Ihnen können sich vielleicht erinnern, de Gaulle hat nie von l'Union Sovietique, sondern immer nur von la Russie gesprochen, also für ihn war nicht die Sowjetunion, das war quelque chose de passager, éphémère, sondern das, was wirklich entscheidend war, war sozusagen Russland, de Gaulles Politik ja auch des Europas der Vaterländer, das dann eben die Gaullisten auch weitergeprägt haben. Das ist etwas, was sozusagen in der Geschichte immer wieder hochgekommen ist. Die Idee der eurasischen Kooperation ist in den letzten Jahren dann von Wladimir Putin, dem gelernten Geopolitiker, sozusagen auch wieder hochgekommen. Ich habe jetzt ein bisschen Ihre Frage umschifft, was Sanktionen anbelangt. Muss ich gestehen, ich kenne nur eine einzige Sanktionstätigkeit in meiner Beobachtung nach, als jemand, der sich damit auch immer wieder beschäftigt hat, die so richtig wehtaten und die so richtig dann zu der Aufhebung führten. Das waren die Sportsanktionen, die über Südafrika verhängt worden waren. Es war die Tatsache, dass man nicht an internationalen Rugby und sonstigen Bewerben teilnehmen konnte, die in Südafrika Ende der 80er Jahre viel in Bewegung setzten. Ja? Die Militärsanktionen, die Rüstungssanktionen und so weiter, die hat man in Südafrika umgangen, so wie man Sanktionen zu vielen Zeiten immer wieder umgangen hatte. Aber wir haben immer wieder gesehen, dass Sanktionen sozusagen sich als stumpfe, Waffe ist jetzt das falsche Wort, aber einfach als stumpfes Instrument erwiesen haben. Das, was man bei den Russland-Sanktionen im Juli 2014 sozusagen auch sah, war, dass sich das Primat der Diplomatie gegenüber dem Primat der Wirtschaft behaupten wollte. Ja, das war so die Interpretation, die man in vielen europäischen Hauptstädten hatte. Da ist, würde ich sagen, viel Interpretation, viel Ermessen und die Geschichte geht weiter. Bitte hier. Mein Name ist Ernst Raff, ich bin Honorarkonsul von Bangladesch. Und mich interessiert in erster Linie, es wird geschrieben über Spannungen oder gesprochen im Chinesischen Meer. Wie ist eigentlich das Verhältnis Chinas zu Indien in wirtschaftlicher, militärischer und auch politischer Hinsicht? Wer es am besten beantworten kann, möge es bitte beantworten. Dr. Löw, bitte. Ich werde mich bemühen. Ich glaube, das ist ein Verhältnis, das angespannt ist, weil Indien eine Macht ist, die natürlich die Vorstellung, dass Asien die dass China die Führungsmacht in Asien ist, nicht akzeptieren kann. Es hat erst vor wenigen Wochen sogar einen Grenzkonflikt gegeben zwischen Indien und China, der nach langem Hin und Her dann gütlich bereinigt wurde. Also ich würde sagen, es ist ein angespanntes Verhältnis. In Delhi, wir waren als ORF Korrespondenten auch immer wieder in Delhi, ist in der Elite Indiens ist eine Besessenheit mit China. Das Gefühl ist, China hat uns überholt, China hat uns wirtschaftlich überholt, China hat uns prestigemäßig überholt. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Es ist auf der anderen Seite auch in Peking viel Misstrauen gegenüber Indien, weil Indien nicht so zu behandeln, nicht als traditioneller Gegner zu behandeln ist wie Japan, weil es diese historischen Spannungen nicht gibt und auch nicht zu behandeln ist wie Indochina oder andere kleinere Nachbarn. Also ich würde sagen, es ist ein labiles Verhältnis, wirklich ein gutes Verhältnis zwischen
der chinesischen Führung und der indischen Führung jetzt herzustellen, ist nicht wirklich gelungen. Hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, was sehr interessant ist, dass in Indien eine nationalistische Führung ist, ein nationalistischer Präsident ist, der sozusagen India first, Hindu first als zu seiner Devise gemacht hat und natürlich auch in China ein Element der Ideologie Xi Jinpings ist ein nationalistisches Element. Das ist einer der spezifischen Situationen in Asien, dass in allen großen Mächten Japan, China und Indien eigentlich nationalistische Führungen an der Macht sind. Die müssen irgendwie umgehen miteinander. Ich wollte noch, wenn ich darf, ganz kurz was sagen zur Frage der Menschenrechte, die hier angesprochen wurde. Das ist eine Diskussion, die es auf diplomatischer Ebene gibt. Da gibt es einen Menschenrechtsdialog zwischen EU-Staaten und der Volksrepublik China. Da gibt es einen Dialog auf europäischer Ebene zwischen der EU und China. Und das ist eine Diskussion, die auch in Wirklichkeit subkutan zwischen den Bürgern läuft. Und das ist auf diplomatischer Ebene, führt es nicht so wahnsinnig viel, weil da das eingespielte Argumente sind. Die chinesische Seite sagt, ja, zu den Menschenrechten gehört einmal, dass man essen kann und trinken kann und gesundheitliche Versorgung hat und ihr seht es nicht, das ist die materielle Entwicklung. Und die westliche Seite sagt, ja, aber es gibt individuelle Menschenrechte, die sind auch wichtig und die existieren nicht im System der kommunistischen Partei in China. Wenn man mit den vielen Bürgern spricht, also man spricht als Korrespondent natürlich mit Leuten, die an der Universität arbeiten, also die Journalisten arbeiten, dann gibt es schon einige Dinge, die sie faszinierend finden an Europa. Also das eine ist, es fasziniert sie, dass sich Deutschland und Frankreich versöhnt haben nach dem Zweiten Weltkrieg und es geschafft haben, so etwas wie die Europäische Union, eine Art gemeinsamen Superstaat oder Suprastaat oder wie auch immer, also ein gemeinsames politisches Projekt. Und das ist, für China müsste das mit Japan sein, also das sind nicht die Ansätze, über Ansätze der Versöhnung ist man nicht hinausgekommen. Das ist etwas, wo das eine Punkt, wo chinesische Gesprächspartner Respekt haben davon, was in Europa passiert ist. Das andere ist natürlich das Ausmaß an Pressefreiheit. Die Idee, dass man auch, wenn man einen Clinch hat mit der politischen Führung, zu einem Gericht gehen kann, wenn einem der Bezirksvorsteher das Haus wegnimmt oder irgendwas beschlagnahmt. Also die Grundelemente eines Rechtsstaates, wie wir sie im Westen kennen, nämlich die Unabhängigkeit von politischer Macht und Gerichtssystem und die Pressefreiheit, das sind alles Elemente, das sind, glaube ich, ideologische, das ist Softpower, die Europa hat, die auch der Westen hat. Und das fürchtet politisch die Führung. Also es gibt eine Kampagne, weil der Professor das angesprochen hat, sozusagen das Lernen, es gibt eine Kampagne an den Universitäten gegen westliche Inhalte, gegen westliche Lehrbücher. Der Unterrichtsminister sagt alle paar Monate, man soll westliche Lehrbücher aus den Universitäten entfernen. Also es wird demokratisches Denken und demokratische Vorstellungen, die es natürlich in der chinesischen Tradition gibt, werden als westliche, ausländische, feindliche Propaganda angesehen und werden ideologisch bekämpft. Und das ist etwas, was, glaube ich, ein Widerspruch zur objektiven Entwicklung und zur gesellschaftlichen Entwicklung ist, weil Vielfalt, die Gesellschaft ist vielfältig, aber ein Denken, ein politisches Denken, das diese Vielfalt widerspiegelt, das muss ja demokratisch sein, da muss es politische Vielfalt geben, das ist verboten. Und das ist, glaube ich, eines der Probleme auch des letzten Parteitages für viele Beobachter, dass eine weitere Zentralisierung auf eine Person, nicht nur eine Partei, sondern eine Person, in der Geschichte sehr oft zu Fehlentwicklungen führen kann. Also das ist eine Auseinandersetzung, die läuft. Und der Dialog, glaube ich, mit Europa und auch mit den USA soll das nicht auslassen. Auch wenn das nicht Druck ausüben, darum geht es nicht. Aber diese Vorstellung von Menschenrechten im westlichen Sinn hat absolut eine Attraktivität in China, in den politisch interessierten Kreisen nach wie vor. Danke vielmals. Bitte sehr. Mein Name ist Axel Schoppmann. Ich bin Pensionist und habe ein privates Interesse an dieser Veranstaltung.
Und Herr Dr. Löw hat mir jetzt beinahe die Berechtigung für meine Frage genommen, weil er das Land Japan genannt hat, was ich den ganzen Abend verbiste. Meine Frage, die ich vielleicht an Herrn Professor Trappel richten möchte, ist, warum kam Japan heute nicht zur Sprache? Lag das daran, dass es nicht viel zu sagen gibt über die Beziehung zwischen den beiden Ländern, die ja doch geografisch, fast sagen rassisch und mental für mich als naiven Beobachter der Szene sehr nahe sind? Und ist vielleicht diese Nähe gerade der Grund, warum man sich so aus dem Weg geht? Oder liegt es einfach an der Gefahr der demokratischen Unterwanderung Chinas? Bitte, Herr Professor. Danke, dass Sie an mich die Frage gerichtet haben, aber ich habe nicht das Design gemacht, wenn heute über China gesprochen wird, dass wir dann auch über Japan explizit sprechen würden, weil dann müssten wir natürlich über viele andere Länder auch sprechen. Ich persönlich, wenn Sie persönlich das auch schon so sagen, liebe Japan und bin mehrfach dort gewesen und die Gartenarchitektur und vieles, was eigentlich aus dem Tang-zeitlichen China integriert wurde und übernommen wurde, ist dort auch noch bewahrt, während durch die vielen Jahrhunderte Ereignisse in China vieles untergegangen ist, was in der Tang-Zeit in China war und erst jetzt wieder vielleicht belebt wird. Aber den politischen, was das politische Zeitgeschichtliche betrifft, sitzen die Ereignisse von den späten 30er, 1938, Invasion, Massaker, Nanjing und so weiter, enorm tief in der Psyche. Und ich glaube, so wie der Mensch eine psychische Tiefenstruktur hat, ist auch in einem bestimmten Kulturkreis, sind Narben der Geschichte nicht so leicht wegzubekommen. Und ich glaube, dass hier die Demütigungen, die China zu Ende des 19. Jahrhunderts und Beginn des 20. Jahrhunderts durch Kolonialmächte bekommen hat, natürlich heute, wo China erstarkt ist und sagen kann, wir wollen nie wieder in einen Zustand kommen, wo wir erobert werden oder wo ein Massaker gegenüber unserer Bevölkerung stattfindet, eben in der Psyche des Volkes ist und umgesetzt dann in den politischen Strukturen. Aber also jetzt noch einmal als Weltbürger sozusagen gesprochen, hoffe ich natürlich auch, dass dieser Dialog zwischen den Kulturen natürlich auch die Region sehr stark ergreift. Und hier sind ja über die Jahrhunderte immer wieder Beispiele von massiver kultureller Befruchtung gewesen. Also der Buddhismus von Indien nach China und dann letztlich auch weiter, der Konfuzianismus Richtung Korea oder Vietnam und natürlich auch, wie schon gesagt, ab dem Tang-Zeit in China große kulturelle Einflüsse auf Japan. Aber wenn China auch immer wieder jetzt sagt, ökonomische Globalisierung, aber kulturelle Vielfalt, dann glaube ich, muss man das auch wirklich nicht nur ernst nehmen, sondern auch praktizieren. Praktizieren wir kulturelle Vielfalt und ich sage auch im chinesischen Fernsehen, es ist wie im Vergleich für mich immer einen Korb mit verschiedenen Früchten. Die einzelnen Vertreter von Nationen geben da bunte Früchte hinein und die Menschen können wieder andere bunte Früchte herausnehmen. Und ich glaube, diese gegenseitige Befruchtung müsste auch wirksam sein und kann auch wirksam sein und auf diese Weise die Wunden der Vergangenheit etwas in den Hintergrund treten. Noch eine Bemerkung zu Japan. Dr. Löw, bitte. Das Verhältnis zwischen Japan und China ist ein Verhältnis der Rivalität und man muss sich das so vorstellen, so wie Frankreich, Deutschland vor de Gaulle, Adenauer. Also das ist permanent präsent. Mit engen Verbindungen. Japanische Geschäftsleute sind überall präsent in Peking, aber es gibt ein großes Misstrauen. Und wenn Sie das chinesische Fernsehen aufdrehen, dann sehen Sie in 24 Stunden sehen Sie 22 Stunden Kriegsfilme wo im anti-japanischen Kampf. Heute noch. Ja. Es ist in den Medien genauso. Je nachdem, wie das Verhältnis ist, wird also anti-japanische Propaganda hochgefahren oder niedergefahren. Also die Medien sind gelenkt, ich habe das vorhin gesagt, aber das erfährt man auch, wenn man Kollegen hat.
Und wenn ich aus chinesischen Zeitungen mit den Kollegen gesprochen habe, so war immer die erste Frage, ist die Anweisung von oben jetzt scharf gegen Japan zu sein oder nett zu Japan zu sein oder nur halb scharf gegen Japan zu sein? Das heißt, hier kann die anti-japanischen Gefühle und Emotionen werden natürlich existieren in der Gesellschaft aufgrund der historischen Tatsachen, aber werden auch gesteuert und werden politisch eingesetzt nach dem politischen Willen von oben, wird das hochgezogen oder runtergedrückt. Das ist eine ungelöste Frage. Bitte, wir haben dort eine Dame mit dem Mikrofon schon. Mein Name ist Veronika Rief, ich bin Eigentümerin von einer PR-Agentur. Ich war in letzter Zeit öfter in Zentralasien beruflich tätig und dort ist ja das Thema One Belt, One Road ganz präsent. Und meine Beobachtung ist die, sowohl mit Gesprächen mit Wirtschaftstreibenden als auch mit normalen Leuten, dass die Präsenz der Chinesen dort nicht besonders geschätzt wird. Andererseits wahrscheinlich eine besondere Chance für diese Länder, denen es selber oft nicht so gut geht. Frau Dr. Kneißl, meine Frage, ist das, glauben Sie, ein Fluch oder ein Segen für Zentralasien? Danke. Wird die Geschichte zeigen, aber wie ich vorhin ausgeführt habe, Ausgangspunkt war eben für dieses Go West sozusagen die Erarbeitung eines neuer wirtschaftlicher und damit auch gesellschaftlicher Bedingungen für das bislang vernachlässigte Wachstum in Westchina und auch vor dem Hintergrund eben der ethnischen, religiösen Zusammensetzung Westchinas. Ich bin wieder bei der Geografie und der Kraft des Faktischen. Ja. Wenn Sie ein Binnenstaat sind, dann haben sie einfach Probleme. Ja. Das trifft die Mongolei ganz besonders, das trifft aber eben natürlich auch die anderen Binnenstaaten, die noch dazu rohstoffreich sind. Und da muss man jetzt nicht nur an Erdöl und Erdgas denken, die in erster Linie eben als die strategischen Rohstoffe in unsere Augen kommen, sondern sollte sich die Energieerzeugung in andere Richtungen bewegen, wir werden trotzdem Rohstoffe brauchen. Ja. Und gerade da ist zum Beispiel in einem Land wie Kasachstan ein unglaublicher Boom im Gange. Ja. Da geht es um seltene Erden, da geht es um bestimmte Rohstoffe, die beispielsweise für die Photovoltaikindustrie und so weiter von besonderer Relevanz sind. Und da hat China natürlich durch seine Nähe eine aktivere Rolle gespielt. Aber ich habe mich auch in den letzten Jahren oft in Zentralasien aufgehalten, vor allem in Turkmenistan, das vielleicht das schwierigste zentralasiatische Land ist aufgrund seiner politischen Konstellation und so weiter. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass doch in vielen Bereichen ein Wettbewerb stattfindet. Ja. Sie sehen türkische Unternehmen, die genauso präsent und teilweise genauso erfolgreich sind, wie sich eben dann russische Dienstleister anbieten, die russische Sprache als Lingua Franca sozusagen, um wirklich ins Geschäft zu kommen und alte Kontakte wirken, wie die Chinesen aufgrund ihrer geografischen Nähe und Wirtschaftsstärke auftreten. Also wir haben in Zentralasien, würde ich sagen, über die letzten 25 Jahre Zerfall der Sowjetunion, Entstehung der zentralasiatischen souveränen Staaten. Wenn ich so zurückdenke an Analysen, die dazu stattgefunden haben, ja, immer wieder sehr unterschiedliche Losungen gesehen. Ich erinnere mich an Analysen in den frühen 90er Jahren, vor allem in Washington geschrieben, wo China überhaupt keine Rolle spielte in diesen Analysen und wo eigentlich nur Russland, damals auch schon die Türkei teilweise, die USA und so mancher nahöstlicher Staat auch irgendwie eine Rolle, vor allem auch der Iran sozusagen eine Rolle gespielt hat. Wenn wir eben heute im Jahr 2017 hier sehen, dann haben wir diese Momentaufnahme, aber ich würde sagen, es können für alle Beteiligten zu allen Zeitpunkten diese ominösen schwarzen Schwäne am Horizont auftauchen und wiederum alles auf den Kopf stellen. Ja, und dann bitte hier. Von Hartus Köck, Außenministerium. Ich war selbst vor 25 Jahren in China an der österreichischen Botschaft. Meine Frage ist, in dem Buch wird die Rolle der Diaspora beleuchtet. Denn meiner Erinnerung nach war jedenfalls die Reform von Deng Xiaoping wesentlich für Singapur, damals Taiwan, Hongkong,
die Überseechinesen in Nordamerika, Südamerika, Europa wichtig? Ja, die Frage war zwar mich, Servus, die Frage war an mich gerichtet, aber ich habe den Ansatz, den ich wirklich für dieses Buch gewählt habe, war ein geopolitischer. Um auf 100, 110 Seiten eine These aufzustellen, und es ging hier wirklich um eine sozusagen eine streitbare These, habe ich mich auf die Geopolitik konzentriert und nicht sozusagen auf diese auch sehr wichtige Rolle der Diaspora. Daher bitte ich um Verzeihung, dass ich das zweifellos unterbeleuchtet habe. Aber vielleicht möchte Professor Trappel dazu etwas sagen. Vielleicht noch ein Wort dazu. Was verbindet das Chinesentum, den chinesischen Kulturkreis? Ich glaube, das ist ganz besonders natürlich die Unikatheit der Sprache und der Schrift. Und natürlich auch Werthaltungen, die sehr stark eben in dem ursprünglichen konfuzianischen Denken liegen, aber in der Komplementarität auch mit anderen philosophischen Grundpositionen. Ich glaube, was den Westen oder die abendländische christliche Entwicklung unterscheidet, ist eben, dass in der chinesischen Philosophie, und ich behaupte immer, das ist ja keine Religion, der Konfuzianismus, sondern eine Ethik, eine Individual- und Staatsethik, eben das Funktionieren der Gesellschaft und das sich Einordnen des Individuums unter die Gemeinschaft und letztlich unter die große Gemeinschaft, Guozia heißt ja Staat, die Staatsfamilie, über 2500 Jahre nicht nur propagiert wurde, sondern internalisiert wurde. Und ob man jetzt in China selber lebt oder hier in Wien oder irgendwo in einer Chinatown, diese Werthaltungen, die auf konfuzianische Ethik zurückgehen und andererseits doch mehr als jetzt nur Folklore, sondern eben auch wenn man in der dritten und vierten Generation gar nicht mehr vielleicht Chinesisch richtig sprechen und schreiben kann. Es ist dieses sehr unikate Verhältnis eben von Sprache und Schrift, das eben das Chinesentum verbindet, egal in welchem Teil der Welt man sich aufhält. Und dieser Bezug zur eigenen Familie, zum eigenen Clan ist enorm wichtig. Also auch wenn Sie mit Leuten sprechen heute, mit Chinesen, Chinesinnen, die können zum Teil zurückverfolgen, vor 100 oder 200 Jahren kommen wir aus der Provinz Fujian oder aus der Provinz Guangzhou oder sonst wo. Und natürlich, es gibt in China nur ungefähr 100, 200 häufige Familiennamen und da hat man die Theorie zumindest, die sind alle verwandt miteinander. Also alle, die Kung heißen, Konfuzius Kung, eine Million oder wie auch immer, die sind verwandt oder 20 Millionen Zhang oder Wang. So ist es natürlich in Wirklichkeit nicht, aber es führt immer zurück, also dieses sehr starke Zusammengehörigkeitsgefühl in der chinesischen Kultur, während wir in Europa eben sehr stark diese individualistische Selbstverwirklichung und auch das Adversative, vielleicht dadurch eben auch sehr stark innovativ-kreative entwickelt haben und auch ein anderes Verhältnis zur Natur. Also erst, glaube ich, durch die neueren Entwicklungen im 19. Jahrhundert und besonders im 20. Jahrhundert ist ja eigentlich diese umweltschädigende Entwicklung in China so richtig hat um sich gegriffen, während früher eigentlich die Wertschätzung der Natur fast diese Anbetung einer unberührten Landschaft und das Einsiedlertum wesentlich gewesen sind im chinesischen Kulturkreis. Also bestimmte Werthaltungen und Sprache und Kultur verbinden, unabhängig vom System, vom politischen System, ob jemand von der Volksrepublik China ist oder nicht. Bitte, Herr Botschafter. Danke, Michael Breisky, früher Außenministerium. Ich habe den allergrößten Respekt vor der Managementqualität der Kommunistischen Partei Chinas. Es ist ganz unglaublich, wie diese relativ kleine Elite in der Lage ist, ein so großes, so vielfältiges und so dynamisches Land, wo die Komplexität von Tag zu Tag größer wird, da retten zu können. Dieser Respekt steckt allerdings im Widerspruch zu einer Lehre, die ich glaube, aus Geschichte und diplomatischer Erfahrung machen zu können, nämlich dass in einem politischen System die Komplexität rascher wächst als die Fähigkeit, sie zu managen. Und
die Lösung daraus ist eben, wie die Geschichte und die diplomatische Erfahrung zeigt, dass ein mehr oder weniger gewaltiger Umbruch wieder die Komplexität reduziert. Meine Frage an Dr. Löw und vielleicht auch Professor Trappel, wie stehen da die Chancen in China? Wird die Managementqualität der Partei weiter ausreichen, die wachsende Komplexität zu beherrschen? Danke. Bitte. Ja, wenn ich das wüsste, Herr Botschafter. Grundsätzlich sehe ich zwei Dinge. Also in den letzten Jahren, seit Xi Jinping an der Macht ist, ist die Kontrolle des Zentrums gestiegen. Das Zentrum ist mächtiger geworden. Xi Jinping hat die Partei über die Antikorruptionskampagne stärker an die Kandare gebracht. Er hat die Provinzfürsten an die Kandare gebracht. Er hat das Militär, den Geheimdienst durch antikorruptionsbedingte Säuberungen oder damit im Zusammenhang stehende Säuberungen an die Zentrale geführt. Also es ist eine Zentralisierung und die Zentralmacht ist sicherlich stärker als bei seinem Vorgänger oder bei seinen Vorgängern. Die Gesellschaft, wie Sie sagen, ist vielfältiger geworden, widersprüchlicher geworden und da klafft für mich mittelfristig ein großer Gegensatz und auch wahrscheinlich eine Gefahr für die Stabilität des politischen Systems. Die Art der Zentralmacht, die Art der Zensur, die Art des Niederschlagens von jeder Art von Dissens und von Pluralismus wird immer argumentiert mit dem Hinweis, ja, wenn wir das zulassen, kriegen wir Bürgerkrieg. Nicht? Das ist das Argument. Wenn wir jetzt Menschenrechte im westlichen Sinn zulassen, dann kommt sowas wie der arabische Frühling. Nicht? Das ist ein bisschen im Hinterkopf. Unser System schafft Stabilität. Und da gibt es ja auch viele Theorien, auch Politikwissenschaftler, die dann argumentieren, ja, die Art der Elitenauswahl in China funktioniert besser als in Amerika. Also ein Donald Trump könnte nie chinesischer Präsident werden, weil ein chinesischer Präsident muss sich bewährt haben im Bezirk, in der Provinz, in der Stadt und im Zentralkomitee, im Politbüro. Und erst dann, wenn man weiß, dass er absolut verlässlich ist und gut ist, kann er ganz nach oben kommen. Eine andere Art der Elitenbildung. Aber das unterschätzt aus meiner Meinung nach die Gefahr des Widerspruchs zwischen Pluralismus in der Gesellschaft und Einparteiensystem auf politischer Ebene. Mittelfristig, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, außer durch schwere Repression. Aber schwere Repression würde wiederum wirtschaftliche Folgen haben, die nicht zu kalkulieren sind. Aber politisch, also eine Diskussion um Öffnung, Diskussion ein bisschen in Richtung Demokratisierung, die es gegeben hat, ja, also auch nach Tiananmen, ist alles unterbunden worden, gibt es zurzeit nicht. Ich möchte auch noch ergänzen, eben gerade diese zwei Aspekte, Entwicklung und Stabilität, Fajian und Wendingxing, in ihrer Dualität und in ihrer Interdependenz werden praktiziert. Und wenn es heute die Parteischule gibt und die Ausbildung im Universitätssystem und so weiter, eben 2000 Jahre gab es eben die Ausbildung zum Beamtentum und eben über diese verschiedensten zig dynastischen Brüche und Revolutionen und Bauernrevolten und Umstürze und so weiter hat sich dieses Know-how eines stabilisierenden Beamtentums weiterentwickelt. Und ich möchte sagen, das sind Rhesusfaktor-Umkehrungen, aber der Beamtenapparat, das Know-how, mit der Gesellschaft strukturierend umzugehen, das ist ein stabilisierender Faktor und der ist im konfuzianischen Denken angelegt. Und die Antithese dazu, im Taoismus sich der Natur und dem Leben und Sterben und dem Kommen und Gehen hinzugeben, ist sozusagen die andere Seite. Aber die haben sich ergänzt und gesellschaftsaufbauend ist dieses konfuzianische Erbe mit Katastrophen und Selbstvernichtung und Selbstaufgabe letztlich umzugehen, ist irgendwie das taoistische Substrat. Meine Damen und Herren, ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir langsam zu Ende kommen müssen und ich darf daher noch eine Frage zulassen. Bitte schön. Mein Name ist Peter Grüxer, gewesener Physiker. Ich habe in der heutigen Diskussion ja viel gehört über politische Entwicklungen, über ökonomische Entwicklungen, auch über kulturelle Entwicklungen. Aber was nicht angesprochen wurde, ist
die Stellung hinsichtlich Technologie heutzutage in China, nämlich wie groß ist die Innovationskraft? China ist ja zum Beispiel eine Nuklearmacht, aber wahrscheinlich nicht durch eigene Erkenntnisse oder eigene Erfindungen. Die Informationstechnologie ist sehr wichtig. Seinerzeit kam ja beispielsweise, das war aus der Landwirtschaft, die Seidenraupe auf den Weltmarkt, also die Seide. Wie ist der jetzige Aufstieg Chinas hinsichtlich der Anzahl zum Beispiel der grundlegenden Patente, die erteilt werden? Was trägt China dazu bei? Das wäre eine Frage vielleicht an Herrn Dr. Trappel. Ja, also es gibt von Needham Science and Civilization of China, das ist nicht nur ein Kompendium, was in Jahrtausenden an technologischer Entwicklung in China vollzogen wurde, sondern füllt ein ganzes Institut in Cambridge, also eine riesige Institution daraus geworden. Schon in der Song-Dynastie im 10. Jahrhundert und dann auch in der Ming-Dynastie hat ja China, denken Sie an Zheng He, Schiffe gehabt mit 170 Schiffen nach Ostasien 1405. Also China war im 10., 12., 13. Jahrhundert technologisch in etlichen Bereichen Europa vor. Natürlich auch Buchdruck und so weiter. Also große Erfindungen, Papier vor 2000 Jahren etc. Schießpulver, Kompass. Aber China hat es letztlich dann, ich sage nicht zurückgedrängt, sondern es hat andere Prioritäten gesetzt, nämlich eben gerade Philosophie und Poesie und so weiter und die Technologie, die ist einfach so mitgelaufen. Und dadurch ist China dann 19. Jahrhundert letztlich unter der Fremdherrschaft der Mandschuren, also das Han-Chinesentum unter der Fremdherrschaft der Mandschuren, stecken geblieben, zurückgefallen. Und der technologische Sprung, der auch ein politischer, strategischer, militärischer, gesellschaftspolitischer Sprung war im 19., 20. Jahrhundert der Westmächte oder der Kolonialmächte, hat erst China gezeigt, wir sind vollkommen zurückgeblieben im 18. oder 19. Jahrhundert. Also China war ja technologisch und auch von der wirtschaftlichen Potenz her weit voraus im 10., 11., 12. Jahrhundert. Zhengzhou war der größte Hafen der Welt, zumindest kann man das bei Marco Polo so nachlesen. Und dann begann eben mit der 4. Maizeit 1921 ist die Kommunistische Partei gegründet worden, diese Selbstbestimmung und Selbstverortung, wir müssen jetzt sofort wieder aufholen technologisch, weil wir stehen geblieben sind, weil wir es nicht ernst genug genommen haben. Also und heute, na gut, patentmäßig, es gibt, die Zahlen habe ich nicht, aber statistisch, glaube ich, kann man sagen, dass China enorm viele Patente anmeldet und dass das Innovative hinten geblieben ist und jetzt aufgeholt wird. Also von der Phase des sogenannten Kopierens zur eigenen weiterständigen Entwicklung ist jetzt, glaube ich, dieser Übergang geschafft. In der Tradition war auswendig lernen, den Lehrer nicht nur imitieren, sondern ihn eben wertschätzen und dadurch kopieren. Also das Kopieren hat nicht einen negativen Beigeschmack gehabt, wie das jetzt aus heutiger Sicht oder aus unserer Sicht ist, aber es hat China gleichzeitig auch letztlich retardierend ins 20. Jahrhundert gebracht. Und dieser grundsätzliche Wechsel in der Didaktikkonzeption in China vom Auswendiglernen zu einer Auseinandersetzung mit dem Stoff und das Lernen zum Lernen hin, ich glaube, das ist ein entscheidender Schritt in eine innovative Gesellschaft und China beweist, dass dieser Schritt jetzt angegangen worden ist. Meine Damen und Herren, was kann einem Moderator Besseres passieren, als dass die Autorin des Buches sozusagen die letzte Antwort gibt? Bitte, liebe Karin. Danke. Als ich am Buch arbeitete, hatte ich Gelegenheit, bei einem Abendessen mit Professor Anton Zeilinger kurz eben über die Thematik zu sprechen, dass ich gerade am Redigieren dieses Büchleins bin. Und er hat mir damals erzählt, das war mir nicht bewusst, das ist in unserer Berichterstattung vorbeigegangen, ich habe es dann nachrecherchiert. Anton Zeilinger und sein Forscherteam hatten
der European Space Agency, der ESA, rund 12 Jahre lang vorgeschlagen, ihre Technologie, die sie erarbeitet haben, um Satellitensysteme einzusetzen für die Quantentechnologie. Also Professor Zeilinger ist in allem Begriff der Quantenphysiker, nicht nur Österreich, sondern weltweit Renommee. Auf europäischer Ebene, wo Anton Zeilinger und sein Forscherteam jahrelang gewartet hatten, dass etwas passierte, ist nichts passiert. Heute sind chinesische Satelliten mit österreichischer Technologie unterwegs, um eine neue Ära des Internets, nämlich des Abhörsicheren im System, also des systemisch angesiedelten der Quantenphysik umzusetzen. Also auch hier sozusagen zu zeigen, und das ist vielleicht auch eine, bietet sich zufälligerweise an, ein kleiner Bogen, ja, da ist für Österreich auch bilateral sozusagen sehr, sehr viel drinnen auf wissenschaftlicher, auf wirtschaftlicher Ebene, weil manchmal wartet man sehr lange, dass sich ein größerer Apparat in Bewegung setzt und dann sieht man, dass vielleicht ein noch größerer Apparat, nämlich der Chinas, sich rascher in Bewegung setzt. Ja, meine Damen und Herren, es bleibt mir als Moderator dann nur mehr übrig, mich namens des Podiums sehr herzlich zu bedanken beim Hausherrn. Danke vielmals, Herr Botschafter, für die freundliche Aufnahme hier im Haus, beim Verlag Frank und Frei, für das Herausbringen dieses Büchleins. Ich will das nicht minimieren, aber Karin Kneisels spricht das selbst so an. Es war eine Maßgabe, in 100 Seiten diese Thesen unterzubringen. Und vor allem möchte ich mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, sehr bedanken. Sie waren das mit Abstand disziplinierteste Publikum, das ich je vom Podium aus zu betreuen hatte. Danke. Das war der tollste Moderator. Bitte, ja.